GTA oder auf GTA Online. Müssen wir noch einstellen gerade. So, gemacht, getan. Ja, ich würde sagen, lass uns mal sehen, was passiert. Ich habe, wie gesagt, was Nettes vorbereitet. Wir haben jetzt wirklich Punkt 19 Uhr. Livestream ist gestartet, extra für euch. Und hab auch schon wieder eine Information gekriegt. So, da kommt gleich noch was an. Ich muss mal kurz auf Instagram gucken, was los ist. Denn ich habe mich mit jemandem geschrieben. Was? Nein, ich bin nicht zu spät. Bei mir ist genau 19 Uhr ist mein Stream gestartet. Gut, diese eine Minute Verzögerung ist damit kommt immer zustande durch meine Streamverzögerung, diese eine Minute. Aber ich bin schon da. Diese eine Minute Verzögerung kommt bei mir öfter mal vor. Sorry dafür, Leute. So, jetzt warten wir, bis Rockstar soweit ist. Und dann sage ich euch noch was, was mir heute passiert ist, meine Lieben, in GTA, weil ich, wie gesagt, echt ein geiles Problem hatte. Ich war beim Auto kaufen, unten in meiner anderen Werkstatt. Und mit einmal kriege ich von dem Mechaniker angerufen, SOS, Rohrbruch. Alles andere, weitere danach. Ja, ich habe gesehen, dass du da bist. Ehre geht raus, Kuss, Kuss auch. So, ich habe schon wieder eine Party-Einladung. Oder besser, da tritt gleich zwei Leute mit bei. Ich hoffe, die machen es auch, dass wir mal wieder vernünftig zocken können. Und ja, wie gesagt, ich habe echt was Geiles vorbereitet. Ich habe extra mir 34 € in die Hand genommen und habe für Rockstar mir was geholt. Alles andere seht ihr gleich, wenn ihr dann mal fertig ist. Es dauert mir viel zu lange. Ich wollte eigentlich viel, viel eher starten. Alles klar, kannst du wieder machen, mein kleiner Wuppetimer. Das ist wirklich ein kleiner Wuppetimer, der ist bei den echten Zürern immer zu Gange. Und ich, wie ihr sagt, auch. Oh, wir sind schon da. Wie gesagt, ich hatte ein kleines Rohrproblem. Und zwar zeige ich euch mal das. Hier hinten in der Ecke, ja, laufen meine Rohre lang. Einmal von Dach aus. Und dahinter der Wand ist nochmal. Wie gesagt, ich hatte hier echt einen Rohrbruch. Deswegen steht auch nur ein Fahrzeug hier drinne. Wir müssen noch unsere Fahrzeuge hier hochholen, die hier eigentlich normalerweise mal drinnen stehen. So, ihr seht noch nicht die Summe. Jetzt, kurz eingeblendet. Es war schon deutlich viel, viel mehr. Wie gesagt, ich musste dafür für die Reparaturkosten ausgeben. Und, jetzt kommt's, wie gesagt, ich habe mir Autos gekauft. Gleichzeitig noch getuned, so viel Geld hatte ich. Und, ja. Wir müssen dann noch zu, na, Casino fahren. Ja, Casino fahren. Rede drehen. Vorher geht's erstmal runter. Wir müssen dann gleich mal die Autos hochholen. So, wir müssen den Wagen hier mal abstellen. Jetzt gehen wir in meine große Garage rein, die jetzt voll ist dadurch, weil ich ja, wie gesagt, von da oben die Autos runterholen musste. Und die Autos, die da oben gehören, werden wir hochgefahren jetzt. Dazu sieht auch dieser Van. Wenn der mal Roxanne ein bisschen schneller wäre, wäre es heute schön. Aber irgendwie hat Roxanne ein Problem. Also, ich zeige euch jetzt mal meine neuen Autos. Ups, Telefon geht jetzt mal gar nicht. Der ist neu in meiner Sammlung. Auch getuned, genauso wie der hier. Dann habe ich den mir heute neu geholt. Der ist auch getuned. Und wer staune, da steht noch ein BMW. Jetzt habe ich zwei BMWs. Habe gedacht so, okay, das kann man mal so machen. Und wie gesagt, den habe ich jetzt schon eine etwas längere Zeit. Mein Sprite-Auto habe ich bloß nochmal umlackiert. Auch noch ein bisschen verhübscht und getuned. Also jetzt ist er wirklich sportlich. So, ich würde sagen, als erstes muss der da oben wieder rein. Weil mit denen habe ich alles angefangen. Hi. Hi. Nein, mein Chat bleibt so wie es ist da drüben. Vollbild geht nicht. Ich kann auch nicht hier oben meine kleine Kamera, die zu sehen ist, kann ich nicht größer machen. Das macht die PS4 leider nicht mit. Hab's schon mal geguckt.
So. Ein Rohrbruch. Ja, ich hatte einen Rohrbruch. Hab ich heute gesehen, ich habe gesehen, wie der Mechaniker einfach gefahren ist. Ja, ne? So, da steht schon mal so, wie es sein soll. Jetzt kommt noch der goldene hoch. Das ist der nächste Wagen. Jetzt fahren wir die alle wieder hoch. Wurde heute alles erledigt. Der Rohrbruch ist wieder dicht. Die Wand wurde wieder schön verputzt, wie es sich gehört. Ja. Hey, was hatte ich heute echt zu tun gehabt hier in Roxar? Oh, was geht denn hier vorne ab? Leute, so geht das hier nicht. Ja, genau. Hab so viel Geld bezahlt und dann funktioniert die Sau nicht richtig. Weißt du, wie viele Leute in deiner Siedlung sind? Weiß ich nicht, ich habe jetzt noch nicht geguckt. Ja, ne? Ja. Aber das ist die Software von Sony selbst. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein Sicherheitsprogramm drauf und all sowas und ja. So. Ich kann natürlich aber nicht so lange bleiben. Ich kann nur 2 Stunden bleiben. Danach muss ich wieder zu Fortnite gehen. Okay. Dann müssen wir 2 Stunden irgendwie schnell was machen. Ich hätte auch noch eine Idee. Ich weiß nicht, ob du mitmachen willst. Müssen wir mal gleich gucken. Wirst du dann sehen, wenn es soweit ist. Erstmal musst du reinkommen. Wenn nicht, muss ich dann Freundschaftslinks aufmachen. So. Ach, was ich sagen wollte, wenn ich jetzt mal erpischen, ich weiß nicht, ob wir heute vielleicht irgendwann immer oder die ganze Zeit gar nicht erpischen spielen, aber ja. Nee, ich bin heute nicht HP. Ich habe mit dir, denke ich mal, vor, die Mission fertig zu machen, die ich 400.000 Dollar machen muss. Die Mission, die mir 8 kostet. Wenn ich mich die erledigt habe, kriege ich was freigeschaltet für meine Autos. Und deswegen will ich mich die machen. Dann kriege ich mich wahrscheinlich meinen Turbolader und dann denke ich mal Lester. Lester fehlt mir nämlich noch. So, ich renne mal wieder runter und hoffe, dass mich keiner anfährt. Oh, wer beinahe passiert? So, nächste Karre, die nach oben muss. Und das ist der VW Bulli. Auch ein schönes Auto. Allein der Sound ist lecker. Extra, wirklich ein Boxermotor ist drin. Wie im echten auch. Warum stellt er mir jetzt immer so komisch ab? Teilweise. Dass ich es wenden muss. Der hat bloß keine Leistung. Da fehlt mir echt der Turbolader. Schade eigentlich. So, das dauert jetzt noch, sind es nur noch, ja, glaube 3 Autos, die oben müssen. Und dann haben wir's. Und dann können wir, hoffentlich ist bis dahin auch der Zion 2.0 mit bei. Denn die Garage muss relativ leer sein, da kommen mich dann auch, neue Dienstfahrzeuge irgendwann rein. Und ich hoffe nicht, dass dann irgendwann mal hier unten ein Rohrbruch ist. Und ich weiß nicht, wo die Autos denn nicht denn sollen. Aber eigentlich dürfte es hier nicht passieren, weil das Haus ist relativ neu gebaut. Ging das wieder das oben? Das habe ich schon etliche Monate. So. Ich habe insgesamt 5 Sportwagen habe ich in dem Sinne. Oh, geht ja ab. Da muss ich immer aufpassen, dass ich bei denen nicht die Auffahrt verpasse. Hä? Auch komisch. Jetzt. Das war komisch, dass er nicht reingelassen hat mich. So, jetzt fehlt nur noch der BMW. Und dann haben wir alle oben.
Die hier oben hingehören. Damit habt ihr alle meine Fahrzeuge gesehen, die ich bis jetzt habe. So, na komm. Nicht rumtänzeln. Wie gesagt, ich habe auch schon ein neues Video fertig für morgen, weil ich weiß nicht, ob ich morgen das schaffe, Livestream zu machen, weil ich morgen in die Werkstatt fahren muss mit meinem privates Auto, mein echtes privates Auto. Da gibt es nämlich ein kleines Problem, da muss ich erstmal nicht nachfragen, ob er es vielleicht schnell wählen kann oder ob ich dafür Zeit brauche. Denn ich habe einen Wassereinbruch, wenn es dringend draußen ist, mein Kofferraum nass. Mehr konnte ich jetzt mal nicht gucken. Den Fußraum vorne, da müsste ich dann ein paar Sachen abbauen, um zu gucken, ob da Wasser ist. Und ja, das ist halt ein bisschen komisch. Man muss dazu sagen, er wird nächstes Jahr 13 Jahre alt, die Kiste. Oh. Na, ein bisschen Schmackes ran, dann klappt das auch mit der Garage. Ein Auto fehlt noch. Ach, den hat er da oben hingestellt. Okay. Gut. Ein bisschen vertauscht, aber passt schon. Ne, noch nicht. Stimmt alles so. Ja, hallo. Stimmt, das zusammen geht, ja. Können wir machen. So, geh schon mal da unten hin. Und werde hoffen, dass der Zyra 2.0 auch mit bei ist. Autsch! Hätte beinahe schief gegangen. Ich darf von meinen Nachbarn auch die Autos ausbauen. Habe ich extra mal gefragt. Also wenn ich mal ein Auto brauche, kann ich bei denen hier holen. Oder da oben. Also wie gesagt, ich darf von meinen Nachbarn die Autos alle nehmen. Wenn ich mal einen bestimmten brauche. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter. Wie gesagt, überall läuft bei mir der Fernseher, in beide Gebäude, dauerhaft. Ich habe eine Stromrechnung, die möchte keiner wissen. Ich habe jetzt vor kurzem die Rechnung gekriegt für Strom. Ich habe mich auf den Arsch gesetzt, durfte mal so locker 4000 Euro zahlen. Also 4000 US-Dollar, besser gesagt. So. Jetzt heißt es abwarten und Freunde einladen, die mitzocken wollen. So, erstmal machen wir das so. Dann gehen wir auf Freunde einladen. Wo haben wir sie? Wie jetzt? Kann die nicht einladen? Alter, warte mal, ich gehe nochmal zurück. Nee, da ist es nicht drin. Das muss hier drin sein. Normalerweise geht das. Standard. Genau so war das. Jetzt habe ich alle einfach eingeladen. So kann man es auch machen. Dann warten wir mal kurz, ob alle sich bereit machen. Jetzt in GTA sind. In der Zeit kann ich nochmal schnell eine rauchen. Wie gesagt, Leute, fang nicht an zu rauchen. Rauchen ist schädlich für die Gesundheit. Und zwar richtig massiv. Ich habe auch erst mit 23 an zu rauchen. Weitere Gründe mal irgendwann. Warum, weswegen, weshalb. Ich kann auch euch aber eins sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich war angetrunken. Wirklich nur angetrunken. Wegen einer bestimmten Frau. Und na gut, ich sag's dann doch mal komplett. Also es war so, ich musste Weihnachten über arbeiten gehen und zwei Tage vor Heiligabend macht meine Ex-Frau einfach mal Schluss.
Ich natürlich gefrustet, wie sich das jetzt so ist. Dann gebe ich mir die Kante und dann war da jemand, wo ich sehr gut kannte und habe dann ganz zu ihm gesagt, wenn ich jetzt nicht eine rauche, wäre ich aggressiv. Und hat er mir die erste Mal Zigarette gegeben. Ich natürlich ein paar Züge gemacht und dachte so, okay, passt, kann man mal machen. So, aus jedem Tag wurde das halt dann immer mehr mit Zigaretten und irgendwann habe ich dann halt angefangen, richtig zu rauchen. Also, das heißt nicht nur eine am Tag, sondern halt dann drei, viere, wie halt so ist. Dann wurde es immer mehr, immer mehr. Und jetzt komme ich von die Dinger nicht mehr los. Also, kann maximal 14 Tage komme ich ohne Zigaretten aus und danach, wenn ich danach keine rauche, dann ja, brauche ich unbedingt eine Zigarette, um meine Nerven wieder beruhigen zu können. Und ja, lieber Zigaretten sage ich zu mir als Alkohol. Denn Alkohol kann ziemlich mehr kaputt machen als Zigaretten. Aber es ist genauso eine Droge wie alles andere auch. Also von daher. Ja, ich zocke auch jetzt im Moment mehr als ich normalerweise zocke. Warum nimmt keiner, macht sich bereit? Ich komme gleich rein, Stefan. Okay. Ich gucke jetzt nochmal was durch schnell. So, ich mache das Ist schon nochmal. mal drin? Wie gesagt, es ist heute Morgen passiert. Ich war bei Roxa drinne, dachte so, okay, man ein paar Autos kaufen, alles kein Thema. Mit einmal kriege ich einen Anruf von meinem Mechaniker. SOS, ja, wie gesagt, Auto, Garage, ein bisschen kaputt. Was? Habe keine. Alles klar, weiß ich Bescheid, mein Kleiner. Okay, zwei haben dich bereit gemacht. Wir brauchen aber mindestens vier Leute. Ich werde mal nochmal die Einladung von heute rausschicken. So. Genau, vier Leute brauchen wir. Ja, für meine Mission brauchen wir aber vier. Also müssen wir nochmal rinrufen, alle. Was schreibst du? Okay, soll ich bestimmt Hallo heißen, aber ist okay. So, jetzt muss der eine sich da muss man bereit machen, dann kann ich das Spiel endlich mal starten, die Mission. Super, wir können starten. Oh. Wie gesagt, nach der Mission kann ich dann auch diese GTA-Einladung annehmen. Oh, da ist jemand neu auf meinem Kanal. Ehre geht raus, Couscous auch. Ja, kannst du. Nach der Mission kein Thema. Jeder kann heute mitzocken. Oh, da klingelt noch jemand. Ich wollte gerade runter zum Büro laufen. Stefan ist ja der mit ihm gewonnen. Ja, ich glaube, es ist junger Wind. Ah, danke schön. Ehre geht raus, Couscous auch. Sometimes our fair and legal justice system makes mistakes, and this is one such time. Curious, Professor Maxim Brashkovsky. Oh nein, jetzt muss ich mein Typ, der mir für mich immer Arbeit geschafft hat, jetzt Kopfgeld machen. Danke. Die Plops gehen auch wieder zurück. Außer beim Einziehen, da wurde ich halt ein bisschen sauer. Bitte frag mich niemals. Oder schreibt niemals rein, ich soll arbeiten gehen. Ich habe einen Job, ganz ehrlich. Man sieht's auch, ich sitze nicht umsonst mit Arbeitsklamotten.
dass ihr das mal Bescheid wisst. Ich habe wirklich einen Job. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Gehe am Mittwoch wieder arbeiten. Ich habe dann wieder Frühdienst. Dann kann ich erst auf den Nachmittag streamen. Und wahrscheinlich muss ich da schon mit Bahn fahren und bei mir ist Schienenersatzverkehr. Also ich weiß nicht, wann ich zu Hause bin. Also kann sein, dass es ein bisschen später kommt, der Stream, anstatt um 15 Uhr oder 16 Uhr rum oder 18 Uhr rum. Ich werde gucken, wann ich das machen kann. Und nicht sauer sein, wenn der Stream bloß eine Stunde oder zwei Stunden geht. Kannst du machen, wenn du Lust und Laune hast? It's currently being used to traffic drugs by transnational street gang, the Vagos. The bus need a standard Bolingbrook transport vehicle. The least traffic is on the route from Toledo Bay. Es wäre mir aber schön, wenn wir das die Moderation machen könnten bei Formel 1. Da kann ich wieder Formel 1 zocken. Dann wäre das nämlich für mich angenehmer und ich brauchte nicht so viel sagen. Das ist nämlich dann für mich angenehmer, weil Formel 1 muss ich mich ganz stark konzentrieren, dass ich da keine Panne mache. Denn ich habe das Formel 1 Spiel immer noch zu liegen und wollte eigentlich mal weiter zocken mit euch zusammen. Ja. So, jetzt geht's los. Eine sagt immer Money, Money, Money. So, ich mach mal bereit. Dass dann keiner rausspringen kann. Super. Das passt. Das passt auch. So, lassen wir mal ihn so. So, jetzt müssen die anderen sich bereit machen. Ach, machst du gerade Mission, hä? Ja. Ich möchte dein. Aha. Ich hab langweilig, ich geh mit dem Stream. Kann dir Sachen vorlesen, wenn du willst. Alles klar, danke dir, dass du meinen Kanal unterstützen willst. Sehr ehrenhaft. Wie gesagt, ich probiere immer noch mit Roxa zusammenzukommen. Ja, wird halt für mich ein bisschen schwer. Weil bis jetzt Roxa noch nicht geantwortet hat. Und ich auch, wie gesagt, am 24.11. könnt ihr euch mal schön fett im Kalender eintragen. Gibt es einen 24-Stunden-Livestream. Hier hinten wird noch was aufgebaut. Hier hinten. Am 24. Wann nochmal? Am 24.11. Genaue Uhrzeitpunkt werde ich euch auch noch geben. Oh, schön, dass mein BMW hier steht. Gut, der fährt er alleine. So wie ich auch. Ich kann jetzt mal nicht lesen, sonst baue ich hier Unfälle. Wie gesagt, ihr könnt auch wieder mal den Like-Button drücken, bis der Notarzt kommt. Umso mehr Likes ich da habe, umso besser für mich und für euch auch. Aua! Mein schönes Auto. Wenn der Zion 2.0 ganz lieb ist, liest da mal vor. Genau, die letzten beiden. Weil ich arbeite für den echten Zion auch noch nebenbei was. Bisschen Werbung machen für ihn. Werde auch wieder so ein kleines Special-Video machen. Mit Mainz mit drin, mitunter auch. Mainz kommt aber wieder ganz zum Schluss. Nein, nicht darunter, nicht darunter! Nein! Gut, dass es gleich ist. Dass ich gleich das Spiel habe, wieder hochzukommen. Ja, die Kiste ist halt böse. Nein, das geht nicht mit der Spende. Ich weiß noch nicht. Wenn ich Glück habe, geht es am 24.11. Und warum ich den Livestream mache, am 24.11. kann ich euch sagen, die Spenden sollen, die dann bei mir reinkommen, zu RTL rübergehen. Du leckst heute wieder. Zion 2.0. Ich glaube, deine WLAN-Box macht sich nicht mehr lange.
Aber es war heute Morgen auch mal kurz und dann ging es dann wieder. Wie gesagt, ich arbeite daran, dass es klappt zum 24.11. und dass es dann alles dann gleich dahin geht, weil, wie gesagt, es sind Kinder halt auf der Welt, die halt in Armut leben müssen, und ich sage mal so, das muss nicht sein. Man kann sie auch als YouTuber ein bisschen unterstützen, und wenn das so halt wirklich für mich funktionieren sollte, warum nicht? Weil ich gucke gerne mal ein bisschen über meinen Tellerrand. Auch hier in Berlin und ja, also deutschlandweit gibt es auch Kinder, die in Armut leben müssen. Aus auch irgendwelche Ursachen auch immer. Oh nee, ne? Mal schnell Karte gucken. So, ich habe jetzt markiert, dass ich da schnell hinkomme. Wie gesagt, ich habe heute mal eine kleine Story gemacht, was ich ja eigentlich weniger mache, sondern einfach loslege. Wenn ihr mehr davon haben wollt, schreibt das mal unten in die Kommentare rein oder hier im Chat. Und lasst halt, wie gesagt, einen Like-Button da. Und auch die mich noch nicht abonniert haben, bitte ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, dann passiert nie wieder was. Wie gesagt, morgen kommt ein kleines Video von mir. Ja, mache ich. Ich wollte mein anderes Smartphone auch mit aktivieren, aber irgendwie funktioniert das im Moment nicht. Hab heute mal ein bisschen schlechtes Internet als sonst. Ich lenke die mal ein bisschen ab. Also ich aber Gott sei Dank zum blauen Punkt komme. Jetzt muss ich gerne mal gucken, was hier los ist. Ah, alles klar, Flieger nehmen. Hoffe ich zumindest. Genau. Na komm. Oh, ich und Fliegen, das wird ja wieder was. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen mehr Platz. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. So, ich bin schon mal in der Luft. Probier jetzt den Punktlay anzupeilen. Bis dahin kein Thema. Nachher die Landung wird ja mehr lustig. Ich muss dann gucken, dass ich so butterweich wie möglich lande. Übrigens habe ich auch Facebook. Wer ganz gerne mal da vorbeigucken will, kann es auch tun.
Link euch werde ich noch machen. Da habe ich auch dran. Ne? Aber wie gesagt, ihr arbeitet ein bisschen mit auch alten Systeme zusammen. Und ja. Nicht so einfach gerade für mich alles. Ich bin auf dem Weg. Der Flieger ist halt nicht der schnellste. Man muss es auch mal dazu sagen. So. Da kommt ein Hoch raus. Ich gehe mal noch mal ein bisschen höher. Ich glaube, ich muss hier gleich runter. Also werde ich mal ein bisschen runtergehen schon. Nur nicht so viel runter im Moment. Weil ich weiß nämlich nicht, wo ich landen muss. Ich könnte ja auch mal die große Karte aufrufen. Anstatt die Minikarte zu machen, dann wüsste ich genau, wo ich landen muss. Aber ich glaube, ich muss in den Flughafen. Ja, Flughafen. Dann kann ich mich mal einstellen, weil ich schon die Landebahn sehe. Alles klar, bis später dann. Wo die Mission gleich zu Ende ist. Jo, ich muss auf die Landebahn. Ich muss von der Seite anfliegen. Also das heißt, ich muss eine kleine Schleife drehen. Ich kann auch so rein, wenn das funktioniert. Jo, das funktioniert. Fahrwerk raus. Ich muss erstmal nur vorsichtig auf den Bahnhof kommen. Einfach irgendwie auf den Bahnhof kommen. Und dann fahre ich dorthin einfach. Ich mache es mir jetzt einfach ein bisschen einfacher. Jedenfalls habe ich genug Platz. Irgendwo, im Hangar, wie es aussieht, muss ich hin. Ja. Alles richtig gemacht. Die Maschine ist schon mal da? Ja. Ja, immer noch. Aber ich hoffe, die ist jetzt zu Ende. Jupp, die ist zu Ende. Und was kriegen wir an Geld? Warum steht bei mir neuerdings Gold da? Aber okay. So, jetzt müssen wir warten, bis er anfängt mal zu laden. Und ich werde mal in der Zeit, wo er lädt, mal schnell auf die Toilette gehen. Und bis gleich, meine Lieben.
So, ich stecke noch in der Mission drinne. Zweite Mission. Drei Missionen sind es insgesamt. So, wo ist jetzt mein Webeschen? Irgendwo da drüben. Alles klar. Also, wenn ich Leistung brauche, kommt immer er. Ey, wer bringt mich da einfach um? Jawohl. So, dann kann ich jetzt annehmen. Kurz blaues Bildschirm. Sorry dafür. Er hat mir einer auf GTA eine Einladung geschickt. Ich nehme einfach die erste an. So, wir werden gespawnt. So, wer macht für mich jetzt mal eine Tasse Tee? Ich glaube, das muss ich selber machen. So, Wasser ist am Kochen. So, guck mal, ob ich in deiner Sitzung bin. Gut, keine Antwort ist auch eine Antwort. So, ich würde sagen, wir gehen nach unten. Wir fahren jetzt zum Casino. Schnell eine Rede drehen. Und da fahre ich mit einem neuen Wagen von mir hin. Hast du? Nein, habe ich nicht. Kommandozentrale habe ich noch nicht. Ach, mein PS4 ist sag schnell, Chat hängt wieder mal. Dann bin ich ja schon gewohnt. Das heißt, wieder alles über ein Smartphone ablesen. So, mein Wasser hat gekocht. Dann kann ich erstmal schnell Aufguss machen. So, ihr dürft jetzt entscheiden, was für Auto ich nehmen soll. Könnt das gleich mal im Chat reinschreiben. Von da unten. So, guck jetzt mal, ob einer in den Chat geschrieben hat, was ich für ein Auto ich nehmen soll. Das wäre ja mal cool. Nö, bis jetzt nicht. Ich würde sagen, wir nehmen den coolsten Wagen überhaupt, der hier unten steht. Das ist nämlich der BMW. Ach, der. Da fehlt noch was. Da müssten eigentlich die Felgen, die hier drauf sind. Oh, irgendwie hängt sie gerade. Ja, die Felgen, die hier drauf sind, müssten eigentlich hier rüber. Und ja, wir fahren jetzt mit dem BMW mal ein bisschen rum. Ist halt auch Sportauto geworden. Ihr feiert bei mir ja diese Autos überhaupt. Ihr habt ja gesagt, ich soll mir AMG noch holen. AMG kommt irgendwann. Das kann ich euch schon mal sagen. Wann es kommt, weiß ich noch nicht. Ach, mir fehlt hier was. Stelle ich gerade so fest. Mein Radiosender. Autsch! Lass mich mal kurz überlegen. Backstreet Boys oder NSYNC? Nein, Backies.
near fire, no one desire, nie helft ein See. I wanna swim away, nie erfassen. Oh, ich kann nicht mal mit singen, Text vergessen. Say, I wanna stand and wait. Tell me right, there's nothing gonna stone me. Tell me right, there's nothing gonna say. Oh, oof. I wanna stand and wait. Nein. Aus Haie, Mann, nicht Haie, Zange, Süßen, ein, oh, was macht der denn hier? Oh, das wird böse, ich muss mal mein Auto weggeben. Ich geb Vollzeit, wenn mein Auto mal in, unten in Garage ab. Der Wagen sieht einfach nur lecker aus. Ich guck mir das gerade nochmal an. Solange wie er lädt. So. Er läuft wie eine Dame, aber ist okay, passt schon so. Ach, da dreht gerade jemand, okay, oder hat vor zu drehen, dann warten wir einfach mal kurz. Mach doch mal, ich will auch noch ran. Hallo, junger Mann. Oder junge Frau, besser gesagt. Geht doch. Irgendwie buggt's gerade. Geht doch. Bitte, 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 bitte Geld oder ein Auto? Geld, jawohl. Das ist schön. So, eigentlich müsste ich mir ein Apartment kaufen. Gucken wir mal, ob das geht. Das machen wir aber über ein Telefon. Gucken wir mal, ob die schon drinnen sind. Jawohl. Dann gehen wir mit der Maus mal schnell nach oben. Gucken mal, wo das geht. Hier geht's. Wir nehmen das Standardmodell, weil das ist mir einfach zu teuer. So, aber mit Vollausstattung, alles was dazugehört. Gehen hier erstmal auf weiter. Nein, es geht nicht. Okay. Dann müssen wir halt noch ein bisschen warten. Achso, ich muss das Geld erstmal überweisen. Dann könnte es vielleicht funktionieren. Auf die Idee hätte ich ja mal vorher kommen können. So, dahin. Ich kann euch mal zeigen, was heute an, was ich schon an Geld hatte. Dass es mich die Summe noch da ist. Ich hatte eine, wo ist die Komplettsumme? Das ist jetzt die Summe. Warum zeigst du mir das nicht an? Ach so, weil ich so viel schon gekauft habe. Jawohl. Wie gesagt, hier sind meine ganzen Ausgaben. Ich hätte mal vorher mal ein Foto machen sollen. Ja, okay. So, einzahlen. Nochmal 50.000. Dann haben wir auf der Uhr. Reicht immer 50.000 sind drinne. Komplette Summe steht jetzt so. Also sind locker über 1 Million. Ja.
Ich bin noch GTA, aber du bist total leise, ich verstehe dich kaum. Mach mal ein bisschen lauter dein Mikrofon. Weil wie gesagt, ich habe bei mir alles auf Maximum. Ich kann noch mal kurz bei mir was gucken, ob das wirklich so ist. Indem ich da mal auf Toneinstellung gehe. Mikrofon. Genau, Genau, Mikrofon Mikrofon. steht bei mir auf Maximum und Lautstärke alles auch. So wie sich das für einen Gamer gehört. So, jetzt gehe ich mal dahin. So, jetzt habe ich 50 Euro bezahlt, 50 US-Dollar bezahlt für mein Auto zurückzukriegen. Sorry, nicht gesehen. So, dann würde ich sagen, lass uns mal noch eine Mission machen. Dazu fahren wir mal dahin. Ah, warte mal, Leute, nicht Mission. Mission machen wir später. Ich würde sagen, wir fahren zum Tuningzentrum. Jawohl. Gib mir mein. Ja, zerstör mein Auto und bezahlt richtig Kohle dafür. Ich wusste, warum ich den Jetson immer nicht so mag. Er probiert mich zu verfolgen. Stefan? Ja. Doch, bin wieder online bei mir. Mir wurde kein wieder online. Ich hatte. Bist schon wieder weg? Wurde nicht plus abgemeldet, das war nur ein Fehler. Okay. So, ich habe mein Jetching gehabt. Ich will mir jetzt hier auch die Felgen holen. Die zu die Kiste passen. Mann, ist der BMW schnell. Ich frage mich, was da für ein Motor verbaut ist. Muss ich mir gleich mal angucken. Ich mache immer keine Mission. Ich bin jetzt gerade beim Tuning Center runterfahren und mir die bestimmten Fänge zu holen. Guck mal. Ah, nee, ist noch nicht frei. Auspuff. Haben wir schon das beste System? Ey, was gibt es eigentlich überhaupt für Auspuffsystem noch? Okay. Hat schon was? So, wir wollen zu Reifen. Wir müssen zu Reifen. Dach. Verkaufen. Nein. Reifen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die drinne waren. Nee, da waren sie nicht. Auch nicht. Da sind sie. Und sogar ein Gold. Na, jetzt bin ich ein Angeber. Ey, das muss ich mir jetzt mal angucken. Wie der Wagen jetzt wirklich aussieht.
Mit die Felgen. Lecker. Einfach nur lecker. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Motorhaube öffnen und zu gucken, was für Motor drin verbaut ist. Oh ja, der hat ordentlich Wumms hinter. Auch im echten Leben. Der hat wirklich Wumms. So. Jetzt können wir ganz bequem dahin fahren. Machen wir jetzt mal Licht an. Na, mal gucken, ob ein Radfahrer unterwegs ist oder Motorrad. Ups, ich hätte da rumgemisst. Ja, schön, dass du neu bist. Aber irgendwie kurz reingucken, bleib ja weg. Weil, wie gesagt, wenn ich dann unterwegs bin, kann ich nicht so oft in meinen Chat drin gucken, sonst passieren zu viele Unfälle. Jawohl, nehme ich mal mit. Was ist das? Was war das da gerade? Ja, geil! Ja, cool, ey. Kommt denn erstmal so ein Mini-Auto angefahren? Den man nicht auf der Karte sieht. Was gemeines ist? Stefan, eine Frage. Soll ich eine Freundesitzung machen? Nee, mach mal nicht. Wir bleiben mal online drin, weil ich habe ein paar Mitspieler, die noch mit reinkommen wollen. Ne, so eine offene Sitzung, wo wir beitreten können? Ja, das kann man machen. Nicht nur Freunde, alle. Nee, dann mach so eine, weil deine Sitzung ist leider voll. Also, okay. Wenn auch immer da versucht beizutreten, komm gut rein. Gut, dann mach. Dann warte ich auf deine Einladung, bevor ich denn die Mission dann mit dir zusammen mache. Die können dir dann ja alle automatisch dir beitreten, dann kommen die auch bei mir rein. Genau. So. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, bei mir mal nachher gucken, was für Autos ich mir holen soll noch. Ja. Wie viele wollen denn mitspielen? Zwei bis jetzt so. Sind die noch im Chat? Nein, im Moment ist mein Chat leergefegt, warum auch immer. Naja, viele gucken einfach bloß rein, anstatt bis zu Ende da zu sein, wie gesagt, weil wir auch lustige Sachen machen zwischendurch. Und der liebe Chris kommt auch noch später vorbei. Wenn das klappt. Auch nicht schon wieder Telefon, also heute steht es da wieder nicht still. Nö. So, wenn heute mir kalt wird, Mike Fenster lieber gleich zu und nicht, dass ich wieder Eispfoten kriege. So wie gestern. So, ich warte auf deine Einladung. Wo ist denn mein Fernseher? Ach, da unten. Vergesse ich doch immer wieder. Oh, der ist heute mal aus. Warum bist du aus? Habe ich vergessen, meine Stromrechnung zu zahlen? Gucken wir doch gleich mal. Warten.
What the shit? Nichts? Nein, die Stromrechnung ist bezahlt. Ich weiß mal kurz die Party. Ich mach mal schnell was. Sack mit diesem Drecks Internet her. Mach mal WLAN-Box aus und WLAN-Box wieder an. Meistens hilft das. Hast du gehört? So, ein Stückchen Rotwein genehmen wir uns. Er genehmt sich Rotwein. Ich mir meinen schönen Tee für euch gemacht. Viel Liebe, viel Geschmack drinne. So, das reicht. Letztes Gläschen. Dann würde ich sagen, ja, duschen. Und nach dem Duschen andere Klamotten anziehen. Oh ja. Das hat wirklich gereicht. Wir dürfen ja nicht ganz betrunken sein. So, mein schönes Schlafzimmer. Übrigens habe ich hier auch ein kleines Aquarium. Oder besser eine Pflanze drin. Und könnte man aber auch als Aquarium sehen. Naja. So, schade, dass ich hier nicht auf den Balkon gehen kann. Finde ich halt doof. Das wäre schön, wenn Rockstar das noch fixen kann. Dass man immer auf Balkons gehen kann und so ein bisschen rumschwimmen kann. Mit einem kleinen Grill vielleicht oder so. Ja, schauen wir mal. So, mein schönes Bad. Ich weiß nicht, ob meine Badewanne geht. Nee. Badewanne geht immer noch nicht. Jawohl. Toiletten. Kann man richtig auf Toilette gehen hier? Nee. Nicht jetzt zerstören. Nein, geht auch nicht. Mein schöner Spiegel. So, das ist meine Büro-Badewanne. Ja, Büro-Dusche, nicht Büro-Badewanne. Und besseres Internet. Es geht. Wenn nicht, geh mal. Kannst du bei Google, wenn du über Google gehst, bei mir reingucken, Videos, die ich mag? Dir angucken? Weil da hab ich nämlich für die PS4 was drin. Nicht die erste Reihung, sondern die zweite Reihung musst du anklicken von der PS4. Da erklärt er dir auch, wie du besseres Internet kriegst. Für die PS4. Weil dann leckst du nicht so oft, weil dann nutzt er die komplette Box aus. Weil so regelt die PS4 runter die ganze Zeit. Jetzt langsam. Weil ich habe immer um die 60 Bits in Verfügung. Also richtig gutes Internet. Manchmal auch mehr. Also ich habe schon das eine Mal 150 Bits. Und das ist richtig gut bei mir. Also da kann ich echt nicht meckern. Da läuft alles flüssig. Ratzfatz auch mit der LAN und so weiter. Auch die Downloads gehen dann ratzfatz. Also die Downloads dauern dann anstatt 20 Minuten oder 25 Minuten nur noch 10 Minuten. Das ist wirklich cool. Das Einzige, wo, wenn es mein Sicherheitsprogramm kommt und er gerade bei Download ist, dann geht die Zeit richtig nach oben. Auf 4 Stunden, 5 Stunden kann das passieren. Hatte ich gestern nämlich gehabt. Ja, Sicherheitsprogramm updated und dann wollte ich, was wollte ich denn updaten? Ach genau, die PS4 selber. Und hat dann anstatt 20 Minuten gebraucht, dann mal 4 Stunden gebraucht. Dachte ich dann so, alles klar. Guten Morgen dafür. Da war ich dann ein bisschen sauer. Warum soll ich um die Uhrzeit schlafen? Oder fragst du dich, weil die PS4 an ist? Doch, schlafe ich. Und zwar meistens ist es so, ich verlasse das Spiel. Ich gehe dann auf YouTube, guck mir was an und dann lasse ich die PS4 einfach laufen. Weil nach 5 Stunden regulos schaltet die sich eh ab. So ist es nicht. Von alleine. Und meistens brauche ich so 5-6 Stunden, muss Schlaf irgendwie. Und dann kann ich schon wieder, bin ich wieder hellfit. Also von daher. Also Schlafrhythmus ist bei mir eh total in die Hose. Ich guck gerade so auf die Uhr. Bei dem 20 Uhr Abschluss gerade so guckt den so. What the fuck? 0:00. Meine 1 Uhr steht seit gestern auf 0:30.
Ich so, alles klar, was ist da los? Um halb neun, 10 Uhr. Ist übrigens die Digitaluhr, ja? Leute, und eine Funkuhr. Ich so, ja, schönen Dank dafür. Wir sind schon wieder in der gleichen Sitzung. Beim ersten Mal steht da, warte ich lange, ich stopp GTA 0, bin ich drin. Was ist das hier? Oh, ich weiß nicht, was für ein Anzug. Ich bin den hier. Passt schon. So, dann ist er frisch angezogen. Ich werde demnächst mal ein Video machen mit VIP. Da heißt, dass Chris dabei sein muss, Jürgen 2.0 dabei sein muss. Sie haben mich geschubst, der VIP. Werde ich da mal machen. Ich bin der Pilot. So. Und Warum davon tun wird wir es dann diese auch Serie nochmal? eine Serie geben, wie gesagt. Weil es wird ein Video von mir, also Videoserie. Ja. So, bist du in meiner Sitzung drin oder nicht? Ich mach gerade die neue. Achso, ja, okay, ist ja richtig. Gut, dann kann ich ja noch mal aus meinem Büro gehen. Aber dann können uns 30 Leute, warte mal. Ja, ungefähr so 25 Leute können uns beitreten. Was ich nicht glaube, aber. Ist es blöd? So. Und wir haben nicht mit manchen Leuten genervt. Hauptsache, ihr benehmt euch. Ich möchte nicht andauernd sterben oder halt jemand, wenn mein Auto kaputt gemacht wird. Weil das hasse Noch ich. eins? Weil Du das hast eine kostet Sitzung werden. mir nämlich Geld. Ich frage mich, warum ich Aber nicht hier doch an meinen Tisch erstmal, setzen kann. wenn einer uns abfuckt oder so zu doll, dann kriegt er eine, so sagen, dass er jetzt aufhören soll, wenn er dann weitermacht, wird er rausgeworfen aus der Sitzung. Ja, das können wir machen. Hast du Einladung schon geschickt? Nee, ne? Gott, nee, noch nicht. So, Eigentlich ich will nicht. mein gesundes Getränkchen. Achtung, gleich schüttelt er sich. Oder auch nicht. Eine Achsenschütteln. Wie gesagt, als Chef muss man immer vernünftig aussehen. Darauf achte ich auch bei meinen Skin. Außer bei mir, ich mir nicht so wirklich im Moment, weil ich ja viel zu tun habe. Wie gesagt, die Wohnung habe ich mir selbst eingerichtet. Ich habe das hier komplett im Rohbau gekriegt. Genauso wie unten die Hütte. Da wusste ich aber nicht, dass alte Leitungen verbaut worden sind. Deswegen ist das nämlich passiert. Ja, mit diesem Rohrbruch, das wusste ich vorher nicht. Hier habe ich komplett alles neu gemacht. Wie gesagt, die Küche ist eine Maßanfertigung von quelle.de. Alles, was hier drin ist, kommt von Quelle Haus. Ja, das mache ich für Quelle auch mal Werbung. Jawohl, guten Morgen dafür, ne? Ist halt so, wie gesagt, die gibt es auch wirklich bei Quelle, diese Küche. Genau in dieser Farbe. Gibt es aber natürlich auch in Weiß und andere Farben. Hier übrigens ist der riesengroße Kühlschrank versteckt, den ich hier leider im Spiel nicht öffnen kann. So, Spielmaschine ist hier. Ja, ist die Spielmaschine unten in den silbernen Kasten. Und als alles im Tupfächer und so weiter, das brauche ich euch nicht erklären. Wie gesagt, hier ist eine Spüle. Die gibt es auch nochmal in andere Form. Diese Mikrowelle, weiß nicht, wo die herkommt. Ich glaube von IKEA oder so. Ja. Wie gesagt, diese Herdplatte finde ich genial. So, diese Abzugshaube gibt es leider auch in echt. Da müsst ihr aber mal gucken. Da gibt es bessere als diese hier. Weil hier kann ich die Lamellen nicht austauschen. Zum Reinigen und die könnte man dann auch da unten machen. So, ich habe eine Einladung gekriegt vom GTA. Mitteilung. Akzeptieren. Beitreten. So, jetzt werden wir gespawnt. Natürlich wieder aus da unten raus. Weil oben mein Haus ist das Haupthaus. Was? Soll bestimmt Hallo mal ganze Zeit heißen und nicht Hallos. Sieh sich mal so da, wie es da steht. So, wie viele Likes haben wir? Schreibt doch das mal im Chat rein. Dann
kann ich meinen kleinen Jubelschreimer losgehen. Vielen Dank erstmal für die 116 Abonnenten. Könnte noch viel, viel, viel mehr sein, das wisst ihr ja. So, jetzt müssen wir gleich mal warten, bis denn der Zion 2.0 unten an meiner Garage ist. Ich komme. Kannst du mir mal ein neues auszeigen? Hast du meinen Ding schon mal gesehen? Was? Ja, habe ich gesehen. Kurz. Übrigens war ich überlegen, den schwarzen zu holen, mit die, wo die Scheiben so komisch sind. Also wo du vorne so einen Schlitz hast und dann die Seiten. War ich überlegen. Ich denke mal, ich werde mir den auch irgendwann mal holen. Und Ford Mustang steht hier einfach mal. Jawohl, ein Ford Mustang. Es müsste der TT sein, also GT Ford Mustang, wenn ich mir richtig. Ja, ja. GT. Müsste GT sein, der Ford Mustang, weil es nämlich schon die Sportversion. Jawohl, ist er. Wir müssen uns leider noch irgendwann mal ein Audi holen. Das ist einfach mal so. Weil ich lebe ja nun mal in Deutschland, da brauche ich auch mal zwischendurch mal deutsche Autos. Ein paar. Nicht nur BMW-Marke. Ich habe zwei Häuser schon. Ich habe zwei Häuser hoch aus dem Sand und du hast auch zwei Häuser. Ja. Und die kostet, das, wo mein Büro drin ist, das kostet am meisten. Das kostet mir so im Unterhalt so 1500. Ja. So, jetzt müssen wir halt ein bisschen warten, bis er hier auftaucht. Dann gehe ich nochmal kurz raus. Ach, stehst vor mein Haus? Dann warte, dann komme ich nochmal raus. Den hast du noch nicht gesehen. Warte. Ich komme raus, guck mir das an. Ich bin jetzt nicht so leid. Ja, dann guck dir mein Auto an. Na, ich habe dich eingeladen, weil ich da unten nicht so machen will. Jawohl. Soll ich dir was sagen? Da war ich auch überlegen, ob ich mir den hole. Mhm. Weißt du warum? Mhm. Weil ich da Touristik-Bock aufschreiben will. So, bist du drinnen bei mir? Wird rausgespawnt. Was? Das musst du doch mal klingeln. Hm, klinge mal. Jawohl. So. Vielleicht stand ich ja wieder auf dem Dach beim nächsten Mal. Na? Der will dich nicht reinlassen. Er wollte dich nicht reinlassen gerade. So, dann komm mal mit. Wir müssen runter zu meinem Büro. Achso, nicht wundern, dass du jetzt meine Überwachungskamera hier siehst. Die sind dafür da, dass meine Gemälde geschützt sind. So. Ich habe gehört, in solchen Gebäuden gibt es auch viele Einbrüche, weil hier in diesen Gebäuden. Ja, stell ich mal in der Mitte hin. Stell ich mal in der Mitte hin. Und nehme das jetzt gleich an. Ich lade dich jetzt nämlich ein. Ach, du musst noch die Vorbereitung machen. Ich bin ja schon bei der Endmission. Bist du bei mir drinne? Ja. Gut. Ja, ich bin leider noch in der Vorbereitung. Jetzt fehlen ja nur noch einer. Ich habe noch ein paar andere Leute eingeladen. Okay. Ich kann ja auch eine Einladung machen. So. Ach, die sind nicht online. Na super. Also eins tiefer für alle. Das wird die Liste gleich bis lang. Mach Spielersuche offen. Hab ich doch. Hab ich da gerade gemacht. Sorry, verarsche. Bitte sag mir jetzt nicht, wie müssen wir das lang machen. Ich habe nämlich schon mal 2 Stunden lang gewartet. Ja, das ist, wäre mir beinahe auch passiert. Ich bin da nochmal raus, habe die nochmal aufgerufen heute Morgen. Und ja, konnte ich die eine Mission zu Ende machen.
Und ja, sowas passiert dann auch mir mal. Ich hoffe bloß, dass heute YouTube mich abstürzt. Wenn jetzt YouTube nochmal abstürzen sollte bei mir, war es das. Dann kann ich erstmal eine Weile kein Livestream machen. Weil dann muss ich die PS4 mich abmelden, komplett und neu anmelden und sowas alles. Also kannst du auch nicht mehr spielen. Wer war das jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht der liebe Chris? Chris, was? Das kann ich hier. Na komm. Schon, wenn da keiner drei wird. Beitritt, nicht Beitritt. So, die zwei müssten jetzt mal machen. Ich werde jetzt aber noch mal die Einladung rausschicken an alle. Wie lange wollen wir da warten? So. Jetzt mache ich mal manuell alle, die drinne sind. Vielleicht reagieren sie jetzt mal. So nass auch glitzert von Stefan. Ja. Schütze. Ja, ich kann aber nicht öffnen. Ich muss dich so erinnern. Weil wir in die Mission schon drinne sind, muss jetzt so annehmen mein Telefon. Bitte vor Domi, aha. Das ist schade. Ja, nimmt doch mal an, Leute. Wir wollen die Mission starten. Ja, gut. Warum kann ich die nicht? Achso, der ist schon mit drinne. Wir brauchen aber noch mindestens ein. Was ist, wenn es zu lange dauert? Was machen wir dann? Weiß ich noch nicht. Ja, nicht viel. Ich hoffe, alle heulen mich. Nicht kreiden. Ich will ja viel, viel nein. Ich probiere jetzt mal. Nein, das gibt's doch gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das deine Qualität im Stream hochbringt, dass du mehr Zuschauer kriegst. Ich glaube, du kriegst etwas weniger. Da hat auf den ganzen Seiten gleich ein bisschen zu zeigen. Also ich letzter Versuch, Leute. My fire from my fire. Ich würde ganz gerne jetzt das Spiel starten. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt schon aufgeben. Da wird keiner reinkommen. Wäre eigentlich schade. Und die meisten Leute, die abends online sind, das sind eher irgendwelche Leute, die keinen Bock auf Mission haben. Oder auch nicht machen. Ich bin doch gerade frei. Ihr könnt mich. Wie gesagt, geh über Telefon. Übertreib's. Stefan? Ja, was? Ist das schlimm, wenn ich gleich ausraste? Ja. So, das hat sich dann erledigt, wenn der Letzte nicht sich bereit macht.
Ist das wieder doof. Ich war ein. Bei mir ist gar keiner mehr eingeladen. Bei mir steht nur einer drinne. Das hat sich dann erledigt. Dann gehe ich jetzt mal zur Tür hoch und hole den erstmal rein. Dann sind wir zumindest zu dritt. Dann brauchen wir nur noch einen Mitspieler. Ach, ich muss ja noch eine Treppe hoch. Ich bin aber der Wald, gucken Sie, ich bin der Wald, Naja. der Wald, der Wald. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon, geil. Oh, das nicht. Nein! Bitte haut nicht raus, was soll ich denn tun? Ey, das ist so komisch! Das ist ja so komisch bei mir hier mit der Türe. Na, so, wo ist mein Auto? Hier ist mein Auto. Ach, nicht in die Garage. Ach, Mann, Typ. Was machst du da mit mir? Komm, 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 komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Aua, nicht lang, nicht lang, nicht lang. Als ob ich ihn noch angehittet habe, wahrscheinlich. Ich habe einfach in die Luft geschlagen. Krampf im Fuß, im linken Bein. Ist auch wieder mit am Start. So, sind sie schon mal drinne? Ab nach unten. So, jetzt brauchen wir bloß einen Mitspieler. Und den müssten wir jetzt einfach so kriegen. Rein da! Ich mal rein, Kollege. Was? Ja, okay. So. Einmal weiter und die restlichen Einladungen raus. Und die sind nicht online. Das funktioniert so nicht. Dann müssen wir darin. Halt, ob er ein Level über mir ist, aber in manchen Sachen bin ich besser als er. Ist so. Ist einfach so. Oh, machen wir jetzt mal per Hand. Ist so richtig. Er müsste eigentlich mehr in Stärke nicht, aber schleichen und fliegen. So. Wir fliegen nicht schleichen. Ach, ja. Wie gesagt, ich brauche bloß ein Mitspieler noch. Zu dritt sind wir schon mal. Gleich sind wir zu zweit. Wieso? Nur so. Ich brauche nur einen Mitspieler, Leute, und dann geht's hier wieder los. Ach ja, so lange können wir noch mal einen rauchen. Hab genug Zigaretten gekriegt heute. Ich habe über 94 Stück gehabt. Was? An ja. einem Tag? Ja. Na, ich habe jemanden, pass auf, ich nehme mich Geld in der Hand. Dann fängt er für mich an zu stopfen. Und dann kriege ich ein ganzes Paket. Ei. Und spare damit aber richtig Kohle. Also ich werde selber stopfen. Nö, ich bin dafür zu faul, bin ich ganz ehrlich. Ich stell mich nicht hin und stopfe. So, lad mal noch jemand ein. Wenn du jemand bei dir drin hast, der mitzocken kann. Ja, ich hab niemanden außer dir. Ja, bei mir, ja. Ich bin alle was anderes. Ah. Der Jonas, so, was ich in Schule mache, irgendwas. Ist er der Schlauste? Ist er auf dem Gymnasium? Okay. Ich hab das aber nicht gehört. Weil da sind drei sind's und also mit drei geht's nicht. Wir brauchen noch jemand. Brauchen vier. Genau. Eine Person fehlt uns nur noch. Eine einzige Person. Ich gucke jetzt auf die Uhr. Wir haben sie 20.20 Uhr. Um 20.25 Uhr steht, geht aus der Mission groß und bis dahin keiner kann uns. Wir rufen nun. Ja, so lange warte ich nicht. Ich warte nur noch, also warte noch ein, zwei Minuten nochmal ab. Und wenn jetzt nichts passiert, dann lassen wir die Mission sein, dann machen wir was anderes. Na kommt, Leute. Deswegen wäre es schön gewesen, mit Chris zu machen, weil Chris
Wäre man denn eigentlich mal zu viert? Ja. Chris hat aber keine Zeit. Nee. Wissen Sie das? So, das war's denn. Ich war eine Minute am Schlafen, ja, gut. Bis. Kommt mal mit zu meiner Garage. Ich nehme euch mal mit, alle. Nein, ich fahre mit meinem eigenen Auto. Ich bin daher auch für Sachen Auto. So, hast. Alle mich auch hier. Wer möchte ganz gerne der Verbrecher sein und wer soll die Polizei sein? Ich hätte gerne einen Polizist. Okay. Wir können aber beide Polizist sein. Gut, dann bin ich der Verbrecher. Aber ich bin der Officer. Was? Willst du mich verarschen? Was? Das ist ja. Das. Ey, dafür müsste ich mich mal in GDA verklagen. Das ist der. Das ist ein Dreck. Er lädt mich eigentlich mal reingespawnt. Dann wäre ich automatisch rausgespawnt. Was ist das für ein Spiel? Das ist ja mal so. Dafür würde ich wahrscheinlich. Bin ich kurz davor, das anzuklagen. War gerade beim Einsteigen. Oh. Also, wenn ich Verbrecher sein soll, dann brauche ich eine richtig dunkle Kiste. Bin ich ein Sheriff? Und zwar nämlich diese schönen schwarzen. Und nicht ein Sheriff, dein Chief. Kann ich ein Chief sein? Musst du mit deinem Kollegen absprechen? Er redet nicht mit mir. Er mag mich wahrscheinlich nicht. Oder er ist so leise. Wie war das? Achso, das kann ich bestimmt erst draußen machen. Da zeigt man mir nicht ins Freund. Kannst du? Reden? Da zeigt man nicht, wenn du was auf mich kannst du reden. Ja, kannst du reden, ich hab's verliert, kannst du reden. Okay, die sind einfach alle beide Polizisten. Okay, jetzt ist das schon. Das ist schon nicht. Du kannst mir ein anderes Auto holen, oder? So, dann geht's jetzt los. Ich frage, willst du ein. Ach nee, das geht ja gar nicht. Ich will nicht spielen. Oder hast du auch ein schwarzes, schnelles Auto? Also ja, hab ich gerade. Ich meine, ihn hat ach so. Ein schwarzes, schnelles, gepanntes Auto. Wenn ja, könntest du das dann nehmen. So, wir fahren erstmal ganz schnell zum Waffenladen. Wir müssen nämlich mal unsere Waffen wieder auffüllen. Und ich spiele die 10. Ja, ich spiele das Büro ist mal ein bisschen. Also, mein Büro ist ein bisschen. Gerade mal dann, okay. Was ist so ey, du hast Kopfgeld. Wollte ich dir was sagen? Das Kopfgeld bleibt, wo es ist. Darf ich mir das holen? Ja, aber vor. Jetzt kommt sie. Da hat mir irgendwo in der Nähe ein Haus. Jetzt fühle ich mich ängstlich, weil der mich verfolgt. So. Da rum müssen wir. Die hat's schon fest. Die Profi Alarm, die bin ich angefahren und komme so mal. Ach, mein Vater Oma, der fährt gegen Rang mit dem Karaschensprung. Ach ja, das finde ich nicht. Solange wie es nicht regnet, kann ich Cabriolet fahren. Der erste Unfall ist da. Ich komme mit dem Ding raus. Ich spiele jetzt das mal, weiß ich noch, wo mein Büro ist. So, wir parken direkt vor der Haustür. Mein Standardparkplatz. Wie ist das mal unsere Zentrale hier, okay? So. Wollen wir in den CEO gehen, in den eigenen CEO? Siehst du, ich könnte mir ja. Warte mal, Leute. Ich hol mir mal. Hol ich mir die oder hol ich mir die? Hi, Chrissy! Ah, ich hol mir die hier. Was? Wer sagt Chrissy? Ich. Die Chrissy. Ich hab ne neue böse Waffe mir geholt. Oh, neue Nachrichten, ja. Okay, die ist voll. Also, sie haben, hab ich ja gehört, sie haben neues Nachrichten bekommen. Ja, ich hab mir jetzt mal eine neue Waffe geholt.
Wo ist die? Warum zeigt er mir die nicht an? Jetzt muss ich mal gucken, wo die Waffe ist. Wo ist jetzt die Waffe, Nikom? Achso, sind ja ein. Welche Nummer möchten Sie zum Anfang? Zum da ist sie. Haben? Ja, Chris. So, jetzt gucke ich mal, was sie macht. Oh, die ist gut. Die ist wirklich gut. Jetzt kann das richtig böse losgehen. Oh mein Gott. Sehen Sie diesen Mann auf diesem Bild? Sehen Sie diesen Mann hier? Sie sehen diesen Mann hier. Oh mein Gott, das sieht leider nicht so gut aus. Ja, für euch? Das sieht aber leider von meiner Seite nicht so gut aus. Außer so man nicht zu glitschen. Seid ihr öffentlich in Sitzung oder seid ihr in dem Privat? Wir sind öffentlich. Als private öffentliche. Öffentliche, ach super, da kann ich ja wunderbar nach unten glitschen. Solo. Ja, es kostet einen neuen Glitch, die man dann solo macht. So. Na klar. Es gibt einen neuen Glitch. Jetzt gucken wir mal, wo ein schöner Laden ist zum Ausräumen. Oh gut, wir zeigen hier eine nackte Frau als BH. Ach, der Stefan Schneider zeigt sie so. Oder was? So. Also ich werde mal erstmal mal meine Frau zu gehen, jetzt mal ein bisschen mal verrufen. Der Anker ist ziemlich laut. Wie links ist so laut? Was? Ich bin übersteuert. Ich bin übersteuert. Aua! Aua! Unfall ist da, dank euch! Ich steck doch nicht in meinen Schwanz rein. Das ist nicht jugendfrei. Punkt, Punkt, Punkt. Alter, wie du dir zu reinschreist. Nett, nett, nett. Oh! So, Sie dürfen nicht auch nicht hier Alkohol am Steuer sein? Das weiß ich. Ich bin nicht besoffen. Ich geh ein bisschen mal. Bitte fahr ein bisschen normal, wir wissen es. Hab schon gelernt. Und natürlich war es keine gute Drohung. Haben Sie überhaupt irgendwo Führerschein gemacht oder so? Oder sein? Ja. Ah ja. Bevor die Cops mein Auto von innen sehen. Da ist der Tankstelle. Gute Fortnite. Was? Ich hoffe, Sie sehen das noch auf der. Na, da geht nicht lang. Hast du Furzalarm? Vor allem. Also gleich zu so. Ja, guten Morgen, lieber Mann. Ich hätte ganz gerne einmal das hier. Dann hätte ich ganz gerne das paar Mal. Das hier paar Mal und das hier auch. Haben Sie vielleicht auch noch einen Kaffee? Okay, hat er nicht. Gibt es vielleicht die Zyan Cola? Mal gucken, ob Sie jetzt die drin haben. Oh. Oh. Nein, gibt es immer noch nicht. Ich nehme den danach vielleicht mit, weil ich auch kein Auto. So. Nice. Hallo. Ja, was machen Sie an meinem Auto? Junge Mann, was machen Sie an meinem Auto? Ich bin nicht jung. Aber haben Sie mit den anderen gesprochen? Ich spreche mit euch beiden. Waffe weg, sonst ziehe ich auch meine Waffe. Nein, ihr ich habe Waffenschein. Weg sein. Was sind denn die? Ja, weiß ich. Da müssen Sie mal im Auto ran reingehen, da ein Handschuhfach liegt alles drinne für ihn. Da steht auch alles drauf, wie ich heiße. Ich heiße Zyan 2.0 TGT. Das kann aber nicht sein, mein Bruder heißt schon 2.0, so geht das aber gar nicht weiter. Aber so heiße ich wirklich?
Das Auto ist auch auf meinen Namen zugelassen. Sie können auch da mal ab, ne? Nein, ich heiße nicht Jünger Wind. Ja, coole. Ich bin Leute. Cool. Sind Sie der Herr Stefan Schneider? Nein, wie gesagt, Zion 2.0 GT. Nein, der ist ja der Mann. Der Mann. Also der Manfred. Ich möchte gerne nochmal ein Alkohol-Test und einen Fokus machen, bitte. Also, das heißt, ihr seid in der Freundesitzung. Gucken Sie mal hier rein. Ich habe mit Drohnen nichts an der Hut, außer Zigaretten. Bitte, nein, nicht blasen, Mann. Nicht so blasen sagen, bitte pusten Sie jetzt da rein. Stecken Sie Ihre Karten. Hab gepustet? Automat rein oder was? Hab gepustet? Was? Ihr müsst die Karte in das Ding nicht reinschieben? Wer hat denn gesagt? So. Oh, ich bin am Motor, ist verbaut. Deshalb hat das viel Leistung, alles klar. Hier, Auswahl. Ja, warte, ich stecke ihn das irgendwie da rein. Ja, machen Sie es mal. So, also ich habe schon alles. Alles negativ gewesen, also ich kann weiterfahren, wenn Sie wollen. Einen schönen Tag noch. Ebenfalls. Alles klar. Ja, es ist der Gefahr. Hä? Wir sind dort und gefahren. Danke. Okay. Markieren mal jetzt die Untergebung. Was macht dieser verrückte Mensch da bitte schon? Wenn Sie wollen, wir machen eine Karte. Welcher Mensch? Welcher Mensch? Es gibt einen Mensch. Oh, war scharf. So, ich gehe jetzt hier rein. Da muss ich mal erwarten. So, dann werden wir mal hier einen kleinen Job erledigen. So tun als ob. So, wir müssen mal hier hoch. Ich habe gehört, hier soll eine Telefonleitung verlegt werden. Müssen wir mal gucken, ob alles schon vorbereitet ist. Wenn ihr dort den Graben runter. Die Rechnung von dieses Fahrzeug hätten 7 Okay, hier ist alles vorbereitet. Oh, ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Au, 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 au. Nicht den Graben runter. Oh shit, ich hab jetzt was in Gang getreten. Schnell hier verpissen. Sorry für den Wort, aber das ist mir jetzt so rausgerutscht. Komm, gib Gas. Schalte die Gegner aus. Nein, ich schalte sie nicht aus. Ach nein, was machen wir? Gott sei Dank. Es hat geklappt. So, wir fahren bei der Garage rein und gucken mal, dass wir unauffällig sind. Gleich mal. Hey, da ist mein Auto gerade gefahren. Warum fährt jemand mein Auto? Ach, bestimmt mein Mechaniker, der wollte noch Teile holen. Hast du die Story mitgekriegt von mir? Mit dem Rohrbruch? Chris? Chris, Stefan hat gerufen, dass wir die ganze Garage kaputt wurde. Ist fast bei mir durchgegangen. Ja. So. Wir wollen ja unauffällig sein. Was ist hier los? Was haben sich Leute in... Wir fahren hier in eine Weinbruchstadt rum und hören auf, was jetzt... Ach, jetzt kann ich... Und diese Tage auch wieder im Raum, wir machen einen...
So. Wow, wow. Ne. Ja. Auch schon mal. Ich hab gedacht, neben mir, aber lass das mal. Warte, neben mir. Ist egal, fahr jetzt. Oh. Sollte mal die Hupe testen, wenn ich stehe. Von meinem schönen Ferrari. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir am Weingut kommen. Da müssen wir was abbauen. Ja. Und? Schuhschutter. Ey! Was schieben Sie mich an, Herr Officer? Wollen Sie Schläge haben? Mein Auto dreht gerade. Die halbe Baustelle hat sich tatsächlich. Was? Die Baustelle ist aus? Ja, die ist aus. Warum ist die Baustelle aus? Oh, falsche Musik. Wieso? Ich hab ins Leben verschwendet, da muss ich nicht mal auf der Straße leben. Von da oben bei Gott leben. Ich kann schon nicht leben. Wieso? So, wir müssen da oben irgendwo hin. Das muss ungefähr. Warte. Die Straße lang. Die muss. Hier ist. Hier muss es sein. Im Minz aber nicht, im Minz erstmal den Punkt. Genau, bis dahin. Ah, ich hab schon wieder Bug vom Stream her. Jawohl. Wie Bugs? Bei der PS4. Oh, jetzt hab ich auch Bug. Oh, ich sehe auch. Nein, nicht. Das ist hier Steinbach. Bitte lassen wir den ganz machen. Das will die normale Office aussehen. Was Christina muss ja schon auch noch machen. Oh, ich war schon. Ich fliege unter den Map, Leute. Ich fliege unter die Map. GTA leckt schon wieder, ja? Wer leckt? GTA bei dir. Also du legst ja auch, okay. Ich leg nicht. Dann doch. Kollege, Sie wollen können auch beim Casino einen kleinen Stopp machen. Wollen Sie? Leute, ihr solltet erstmal probieren, hinterher zu mir zu kommen. Ich fahr jetzt was abbauen. Ja. Er sagt uns halt schon, ich auch richtig. Alter, wie es bei mir leckt hier. So, jetzt steige ich hier raus. Dann gehe ich hier rein. Meine Rinne. Wir liegen auf der Straße, Leute, die haben nur diese Verschmerzen.
So, wir rasen mal wieder schnell über die Autobahn, so schnell wie möglich. Oder Mann. Mit dem Ferrari. Was? Oder Mann. Oh, das war aber eng. Uff, lala. Jetzt mach ich den Weisen. So. Dann mach ich mal ein bisschen die Spur machen. Da wird das neblig und ich rase hier einfach mal so. Was? Oh, mein Auto ist weg. So, Esel, Alter, mit. Yes. So, dann fahre ich mit dem raus. Nein, ich wollte eigentlich nur mit dem hier rausholen. Und eine Runde Arm drücken wollen. So. Ich frage, wie weit ich da noch fahren muss, auf der Autobahn. So, und jetzt. Da. Wir müssen sich wieder niemand auf innere Fahrzeuge. Alle unsere Fahrzeuge sind miteinander verbunden. Die ganzen Streifen werden auch Zivilstreifen machen können. Und die finden die auch nochmal. Ich glaube, das ist gut. So, top. Wieder. Ferrari im Gelände, jawohl. Was? Fahr auf dem Gelände? Wow. Fahr im Gelände? Auf dem Gelände? Wow. Oh, ist der tief. Er setzt die mal auf. Und sie können nichts machen. Aber ich habe gute Reifen drauf. Upsa. Jetzt habe ich ausgesehen. So, einmal rein. Und kacken im Kopf. Wenn er da wieder krass aufhört und dann mach ich das wie gestern wohl in einem. Wir müssen hier leider gerade durchfahren. So, jetzt habe ich ein Auto geglitscht, Leute. So einfach. Es muss hier oben irgendwo sein. So. Der Weg. Aua. Ach ja, der XX schon, das XX hat mich jetzt gefragt, ob du alles hier ganz zerspielt hast oder alles geklitzt hast. Da war der Weg. Ja, ich hab ihm die Antwort geklitscht. Ich hab ihm die Antwort gegeben, weil er glitzt. Was ist glitzt? Glitzt. Oh, ist der Weg schmal. Ein falscher Gang. Komm, leck mich am Arsch, Alter. Aber du hast ja gesagt, dass du vorhin glitzt. Oh. Nicht glitzt. Nein, nicht runter! Du kannst einfach sagen, glitsch. Glitsch. Glitsch, 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 glitsch. Glitsch, 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 glitsch. Was? So. Wer? Sich auf der Karte. Dann werde ich mal nochmal machen. Also, dann bis gleich, ja? Wieder mal. Jupp. Ich mach mal noch weiter die Glitch. Weil ich kann nicht so einfach Doppel-A. Wir müssen leider ganz da oben fahren. Da oben ist die Pflanze, die wir brauchen. Ja, so, ich werde wieder gleich wieder kommen. Also ich staune, dass die Cops bis jetzt nicht mir nicht hinterhergefahren sind.
Stefan, hast du dir die Teamwiederholung von gestern angeguckt? Nö. Ich wollte mir nochmal angucken, wie das mit dem Helikopter aussah. Von deiner Perspektive halt aus, wenn die Helikopter da gelandet sind. Müsste aber eigentlich drin sein, der Stream. Ja, ist er auch. Ich will ja noch gucken, ich hab das mit dem Helikopter. Was? Glitch-Stream? Ich hab das mit dem Helikopter gelandet. Ich will nochmal sehen, wie das aus deiner Perspektive da aussah. Meinst du Glitch-Stream? Ja, Glitch-Stream. Oder mit V-Bucks. So, wir sind angekommen. Jetzt müssen wir gleich angekommen, Leute. Dann muss ich erstmal die Pflanze abbauen. Ich bin jetzt nur in 99. Was? Zion 2.0, siehst du mich eigentlich auf der Karte noch? Herr Kollege Schorken, welche Stimme mit mir reden, dass ich, ob ich jemanden auf der Karte sehe? Was ist das? Ich fühle mich komisch. Bang, bang, bang. Auf was für eine Karte bin ich? Ich habe keine Karte. Ich habe keine Karte in meinem Auto drin. Ihr Auto verreckt halt da. Da kann ich nicht sehen, ihr Auto da verreckt. Ich bin halt nur Bergwinter, ich bin nur ein bisschen Berg und alles, ne? Ich bin ja, das ist kein Geländefahrzeug. Fahr aber im Gelände. Hallo? Ja, ich fahre rechts ran. So, Herr Officer, was haben Sie denn für ein Problem, dass ich hier oben bin? Ich muss hier leider was abbauen für den Bauer Frank. Was machen ja, aber wieso mit so einem Auto dann? Der fährt man eigentlich mit einem Motorrad hoch oder so, mit so einem wie ich. Ach, der hat genug Platz dafür, passt schon. Sie müssen sich überlegen, der Kollege von mir. Wenn Sie jetzt da unten, vielleicht sehen Sie sich da unten, ein Kollege ist mir mit einem Zivilauto, weil der mich auch verfolgt, der ist da unten gestorben. Tja, ich hab's geschafft mit dir hier. Ich kann ihn nicht bis Funk hören, dass er ganz, ganz gut ist. Ja, gut, wenn jetzt mal ich gerade das andere wird. Du hast wie ich oder ein Trans. Ja. Boah, also zumindest so Gelände rauf. Ach, der hat genug Leistung unter der Motorhaube. Guck mal, zeig ihn jetzt mal. Ja, aber wenn ich die 100 fallen, dann. Mit 100 hab ich ein kleines Problem. Aber sonst nicht. Da. Kann sich mal angucken. Bye bye! Ich hab die Steuerung auf Auto kommt. Das ist jetzt, liegt jetzt nicht an meinem Auto, ich hab die Steuerung verloren, ich will Gas geben und hab immer vergessen, wo ich war gerade komplett los, ich hab gerade vergessen, die Bremse war. Ich hab einfach nur gerade nach unten gedrückt. Ach, da kommt ja mein Kollege angefahren. Ich hab ihm gesagt, die sollen auf der Straße bleiben. Was macht der da für halbe Sprünge in der. So, ich denke. Gucken Sie sich das mal an, das ist doch ein Profi da unten. Der will mich. Kommen Sie mal hierher. Gucken Sie mal da runter, das ist ein Profi wahrscheinlich. Jawohl. So fährt man nicht hoch. Also, Herr Officer, so fährt man aber hier nicht hoch. ja. Was machen Sie? Na gut, ich fahre mal weiter. Wir sehen, ich habe einen V12 drinne. Und der hat genug Leistung. Wir schalten sie nach hinten. Was machen Sie da? Ich komme hoch. Aha. Nicht mal, wieso haben Sie nicht mal alle Polizeiuniform oder Sheriffuniform an? Bitte. Wollen Sie auf Zivil rumgehen oder steigen Sie ein und fahren wieder rein? Steigen Sie ein und fahren wieder rein. So, angekommen, hier ist die Pflanze, die wir abbauen müssen. Wenn wir in der Nähe von den Laden sind, dann, wenn wir in der Nähe von den Laden sind, dann müssen wir sich mal neue Sachen kaufen. Wie im Laden, sie im Laden, sie, ja. Also, wir müssen auf der Zentrale, müssen wir für sie ein paar Polizeisachen besorgen. Okay. Das hat niemand okay. gesehen. Stefan, sieht das nicht? Hoffe ich mal. Also, sieht das niemand im Stream? Also, können wir das machen. So.
Dann suchen wir unsere Hanfpflanzen. So, die bauen wir jetzt einfach mal schnell ab. Dab, 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 abgebaut. Dab, 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 ups. Abgebaut. So. Geil, aber dieses Auto zählt. Abbauen. Okay, das abgebaut. Und rein da. So. Das Team ist das Auto irgendwie. Das ist so geil, wie das Auto hier runter. Alter, runterflattert. So, einsteigen. Und jetzt müssen wir zu den Bauern Frank fahren. Alles weg. Schickes Auto hast du. Ja, ich auch. Ja, schön. Kann ich da mit offenen Türen. Wenn warm ist, dann frischen wir. Es wird die ganze Tour vorsichtig so zurück. Oh, Scheiße! Der Stein kommt! Hilfe! Ich hab Stein losgefahren, jawohl! Okay, Glück gehabt. Der Stein kommt nicht hinterher. Was? Die lecken bei mir, Herr Kollege. Wir müssen. Ja, hier bei mir war. Wir machen mal was, wir fahren mal wieder hinter zur Schiffszentrale. Da werden sie sich mal bitte eine Schutzweste wenigstens anziehen. Wissen Sie, wie das geht, wo die in unserem Regal liegen? Oh. Die liegen im Regal, yeah. Die gehen in der Absorbmenü-Regal, dann geht ihr auf Inventar, auf Panzerung, in die Schiff auf Panzerung, dann geht ihr auf Leute, Anzahl, ich brauche Hilfe. Nicht nur du, ich brauche auch Hilfe, ich komme nicht runter. Ich bin unter der Map. Ach so, schon wieder? Ihr von oben mich holen. Wo bist du denn? Ich bin unten. Ich komme runter, ihr fahrt schon. Ich bin unten. Jetzt bin ich da. So, jetzt gehen Sie bitte in die Schifffahrt, in der Aktionslinie, einen Schrank in der Aktionslinie rein. Gehen in der Schifffahrt in den Tag. Alter, wie lange bin ich denn hochgefahren? Auf der kleinen sechsten Panzerung. Sie gehen auf den Schrank in der Aktionslinie. Dann gehen Sie bitte. Bei euch auch so, oder? Nö, bei mir überhaupt nicht. Dann gehen Sie bitte hoch, da ist keine kleine Panzerung. Und dann müssen Sie anzeigen. Und dort bei Anzeigen, dort müssen Sie dann schneller Panzerung aufnehmen. Alter. Ich bin von der Straße gerade abgekommen. Interaktionsmenü, Panzerung. Panzerung. Style. Was? Style. Aber Style. Aber Style. Ich bin mir gerade wie ein Flugzeug, der gerade runterfährt. Vorsichtig. Hilfe. Ich bin nicht irgendwie im Wasser. Nein. Was? Hier sind aber keine Schutzwesten im Schrank. Nein. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh mein Gott. Einer fast unten angekommen und ich habe erstmal Unfall gebaut. So, da ist der Bauer Frank gleich. Sollen Sie den roten Smart auch? Ja, ne? Okay, komm, dann machen wir den roten Smart auch. Also, rotes Smart weg. Tschüss. Frankie, so, da ist er. Markierung. So, jetzt muss ich da rein. So, also easy wird jetzt hier platziert hinten auf das andere. So, jetzt ist das kopiert. So, wir haben hier das hier. So, sollen wir mal gucken, wo er steht? Der Bauer Frank. So, dann muss ich wieder andrücken. Arm drücken, Arm drücken, Arm drücken. So. Arm drücken, Arm jetzt müssen wir mal auf Fahrzeug gehen.
So, und jetzt nochmal. Kofferraum auf, jetzt kann er laden und ich gehe mal kurz nochmal für kleine Gentlemen, meine Lieben. So, Mumie-Kommandozentral anfordern. So. Oh, eine Lehe. Ist noch nicht da, doch gut. Wow. Ja. Sorry. Aua. 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 Oh mein Gott, ey. Was? Finde ich auch noch was davon. So, FK beendet. So, Entladen hat er. So, Motorhaube ist zu. Wir fahren jetzt wieder weiter. Ja. Also das heißt, sie haben mehr AFK, wenn nicht mehr als mir. Man kommt hier nicht mit Helikopter herfahren. Oh, jetzt auch. Die Frauen muss hier wohl an meinen Stacheln. Nicht für sie. Komm, einmal kurz mal an meinen Stacheln. Oh mein Gott, ich dachte, komm. Warte mal, er ist mit Helikopter da. Komm. Ich war das nicht. Los. Und so, wir sind sofort anhalten. Hier sind Drogen angebaut. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen sofort anhalten. Drogen? Oh mein Gott, wer hat Drogen genommen? Aua! Oh, das ist gemein. Warte mal. Wo ist mein Auto? Vielen Dank. Vielen Dank. Wow. Geil. Wir müssen gucken, ob die Person noch ein paar Lebenszeichen hat. Wenn ja, müssen wir ins Krankenhaus. My baby is me for the first time. It is almost. Sag bis eins, wenn der Wagen nicht kaputt ist. Jetzt guck mal genau hin, was jetzt jemand verliert. Oh, hast du Mosch Molche angerufen oder was? Ja. Ja, mir geht's gut. Nein, nein, müssen sie nicht. Haben sie Mosch Molche angerufen? So, als Strafe dafür. Schlagen wir. Oh mein Gott. Ich wusste es, als Schimpanse da vorsteht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jawohl, ich habe erstmal $1000 gekriegt. Für die Aktion. So, dann mach ich mal weiter, ne? Leute, mit den Mädchen. Achso, ich muss erstmal schnell anrufen. Klingt, 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 klingt. Ein Werkstattmeister. Klingt, klingt, klingt. So, dann der Strass. Was? Hat jemand Strass? Oh, der wird gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja. Und du bist tot. Und du bist tot. Das Spiel ist aus. Game over. Der Stefan Steyer hat ausgemacht. Das Spiel ist aus. Game over. Du hast ja wohl gemacht. Nur ein neues Spiel, ein neues Glück. An den Stefan Schneider. Aber das Spiel ist aus. Ich hoffe, mein Auto bleibt da stehen. Und du bist raus. Und ich hasse es schon weggeglitscht ist. Weggeglitscht ist was. Als ob du dein Auto hier weggeglitscht ist.
Kann durchaus passieren. Als ob nicht dein Auto weggeglitscht ist. Die Frage ist, muss welches Auto gekommen ist. Okay, mein BMW. Alles klar. Stefan, weggeglitscht. Oh, und Halle, Dummy. Na, sei gegrüßt mal. Vollgas geht's in meiner Garage. Okay, der sagt dafür nichts. Und hat die beiden Christian. Achso, meinst du mit dem Just Dance? Ja, ja. Kenn ich ja. Kannst du aber auch runterladen, wenn du willst. Na, ich hab doch hier auf dem Xbox-Dings dieses Just Dance. Nee, nicht Just Dance, aber als das gleiche hier. Du kannst aber mit dem Handy dann machen, ne? Ja. So, ja. So, dann mach ich mal hier, bring ich wieder ein. Lol. Bei mir auch jemand. Bei mir auch. Ja, ich hab jetzt so 106 Abonnenten. Fast 130. Auf meinen anderen Kanal habe ich 807. Lol. Ups, ich hab den nicht gesehen durch die Sonne. Sorry, Leute. Boah, wie lange muss er noch mehr Nadelweiten kommen? Aber ich hab 807 Abonnenten. Auf meinen. 107? Also, Siegen ist da! 800! Er meinte 807. Shit. Passt also nicht mehr. Ach, da war Motorrad, ne? So. Hat der ein Glück gehabt? Aber das ist hier ganz, ganz einfach, Tobi. Ich weiß. Habe ich schon ja heute ja live gestreamt. Ich weiß. Und jetzt bin ich wieder unter der Map. Ui. Und ich weiß. Chris, hast du mal Livestream gestartet? Hä, hey, was? Ob du nochmal Livestream machst? Guck doch in die Party, Stefan. Ich bin doch nicht blöd. Guck doch bei Mediamarkt nach. Ich bin doch nicht blöd. Boah, Hilfe, jetzt bin ich unter dem Map. Hilfe, ich hoffe, keine hier falsch hören. Boah, jetzt bin ich wieder da. Nochmal Motorrad, so. Der Glück hatte. Nein! Mein Auto lässt liegen. Und das war dein eigenes Fahrzeug. Wenn du da dein eigenes Fahrzeug dort, dann nimm dir stehst, kannst du auch dort zur Arena-Werkstatt hinfahren. Jetzt muss ich vorsichtig fahren, ich darf nicht in Wasser kommen. Du musst halt nur denken, mein Passwort noch anmelden. Ach so. Ich halt jetzt dasselbe, aber wir halten auch in den Schwanz. Ja, klar. Ja, klar. Ich weiß, was du meinst denn. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Perfekt. Wieder auf der Straße. Mein Friedhäutchen, mein Bier. Aber erstmal. Warum musst du frei zielen? Du musst ja eine frei zielen. Der Mickey Blue. Aber der Mickey Blue hat ja gesagt, du musst keine auf frei zielen. Nein. Machen. Ich hab Urlaub. Ich meine meinen Kollegen. Achso. Also, ist ja egal. Aber ist mir sowieso egal, ob sie ja du auf frei zielen hast oder nicht. Dann würde ich ihn, wenn du siehst, dass ich im anderen Spiel bin und Livestreame, dann darf ich nicht die ganze Zeit rein. Verstehe jetzt den anderen Kollegen überhaupt nicht, so. Was er jetzt gesagt hat. Ich habe nur meinen Namen verstanden. Jetzt nochmal bitte. Wenn du mich siehst und wenn ich in anderen Spiel wieder nicht. Zion 2.0, kannst du mal kurz deinen Mund mal halten? Danke. So, jetzt kannst du. Wenn ich ein Spiel spiele, ein anderes Spiel, und du lässt mich rein und es nervt. Oh. Sorry. Kannst du das mal beim nächsten Mal lassen, wenn ich ja, kann ich machen. Und nicht reinkomme. Wenn du siehst, wenn ich wenn du einmal einladen machst und wenn du siehst, dass ich nicht reinkomme, habe ich keine Lust. Ja, aber ich mache da meistens eine Einladung. Du hast zwei. Okay. Einmal vor 53 Minuten und einmal vor 47 Minuten. Nee, ich mache eigentlich bloß eine am Tag.
Bei mir hast du zwei. Ja, dann ist es ein Bugfehler, weil ich mache nur wirklich eine Einladung. So, jetzt einmal drücken wir zu. So. Und jetzt muss ich wieder immer sehen. Aber ich mal weit muss. Ja. Weil alle machen das. Jedes Mal einladen. Ja, wie gesagt, ich lade wirklich nur einmal ein. Und das mehr mache ich nicht. Ich lade mal euch in die Sitzung ein. Na, ich aber der ist. Die haben ja auch von Freunden Sitzung. Genau. Kannst du jetzt bei denen? Kannst du auch gechillterweise auch Dings glitchen. Da kannst du ja kommst sogar automatisch hier rein. So. Weil du musst ja halt nur selber eine geschlossene Sitzung mit Einladung. Und du musst ja jemanden nur quasi an den Freunden da sein. So, jetzt gehen wir mal runter, gucken mal, was wir für einen Wagen uns kaufen können. Arena. Also, du bist jetzt im Arena. So, dann gehst du unter. Ich muss mal gucken, was ich habe. Okay, dann guck mal, was du hast. Also, das ist ein relativ einfach. Und natürlich kein Assistent. So. Ey, weißt du was lustig ist, Leute? Zumindest der LG. Ja, normaler. Weißt du was lustig ist, Leute? Weil ich soll ja eigentlich meine Cops immer kontrolliert werden, aber irgendwie seit Stunden keine Cops da geführt. Ja, das ist ja easy. Easy, man. Aua. Muss erstmal Netze anrufen, weil ich gerade mein Auto zerstört habe. Oh. Okay. Und direkt mal. Gut, alles richtig geklappt. So, gehen wir da hinten mal am Computer. Achso, warte mal. Bevor ich am Computer gehe, muss ich erstmal. Ich weiß nicht. Wo sind die denn Mechaniker? So, was ich hier wollte noch. Hier ist die Einladung. Ja, genau. So, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5 schon heute geglitscht. Dumm. Und mein Auto respawnt. Nee, da wollen wir nicht hin. Ist ja auch nicht. Jetzt mache ich wieder noch mal. Da wollen wir mal hin. Also, so, Editor. Ist das ein Nissan? Ist das ein Nissan, bitte? So ein Name. Ich will ihn von hinten sehen. Ich hab mich hier. Sieht aber nicht nach Nissan Skyline aus. So, einmal hier und einmal da. Einmal da. Das ist ein Porsche. Hier. Definitiv ist das so. Ein Porsche, genau. Also auch noch nicht vergessen, Domi, auch bei, wenn du da spawnst, im Arena-Werkstatt. Hab ich ja schon. Okay. So, ich kann dir auch erklären, wie das macht, aber du weißt auch schon, vielleicht aber so drauf offen. Genau. Und du musst halt Dings drauf. Ich hab alle. Bleibe dort nach der Shopping an. Ich hab ihn ausgemacht, aber. Es wäre schön gewesen, wenn ich den Nissan Skyline jetzt mal von nicht. Finde. Da ist ein Audi TT, den will ich nicht. Ist nicht drin. So, gut, dann gehen wir mal woanders nochmal gucken. Gucken wir mal. Warte mal, doch, können wir mal gucken, ob da was frei ist? Bei Militär. Das Wettnermobil ist frei, hey, will ich Leute. Nicht. Hey, das ist so viel frei. Jawohl, oh, ich will mir den. So viel. Echt? So, ja. Oh, okay. Der Rand war schon nicht mehr. Ja. So, das hat sich erledigt. Ich habe nicht nur Geld. Will oh, heute aber nicht nochmal was rausgehen. Auch eine Lille zu kaufen. Ja. Okay. Na, du musst erstmal warten.
Solange bis du bei dem Zuschauermodus bist und dann musst du halt so hier unter Optionen und Freunde beitreten. Zum Beispiel weiß ja Stefan Schneider, also hier Marzahn-Berlin. Oder während der oder bei der Party. Ich glaube nicht, nee. Nee, ich will so mal hier über links hier oder Freunde. Bei mir spielen zwei unterschiedliche. Online, Freunde. Das geht hier nicht. Dann suchen wir uns doch mal ein Pickup, ein vernünftigen, den brauchen wir auch. So. Oder soll ich den Filmauto nehmen von. Und bei der Abstimmung bin? Also da muss man halt einfach nur bestätigen, wenn du jetzt Schwarzbildung auch. Ich bin gerade bei der Abstimmung. Abstimmung? Der ist schön, der ist auch schön. Lol, dann bist du irgendwie ein bisschen. Weil es eben gerade vorbei war. Okay. Na gut, dann mache ich. Aber da kann ich einfach trotzdem hier so beitreten. Schadet wohl nichts. Ich hab auch Klatsch. Ich weiß jetzt, welche Auto ich hole, Leute. Extra für euch. Müssen wir mal ganz da oben gucken. Okay. Ich sage, ich brauche noch ein Pickup. Ab noch 2-3 Stunden. Okay. Und zwar online. Ah, okay. Ich spiele. Über 100 Spieler waren dabei und ich war immer unter den Top 100. Geil. Und so unter den Top 55. Ja. So ein vernünftiges. Ja, hab ich ja gesehen. Pickup. Hatte ich ja. Und irgendwie kann ich ja auch nicht ja mal gehen, alles klar. So, ab wieder in den Zuschauermodus. Ja, da musst du erstmal ja warten, bis du hier links drin bist. Ich weiß. Und dann kannst du hier unter Optionen Freunde und dann. Keine Arena, wo. Ich nehme, die sehen beide gleich aus. Was, der ist günstiger, dann nehme ich einen etwas teuren. Ah. In Schwarz. Was? In die Garage. So, jetzt müssen wir mal kurz warten. Kleiner, Arena Morton. Ding, ein Spice-Zielen. Bis der da ist, dann können wir den Tuning fahren. Da muss er halt jetzt hier großes Unterholz. Ich lieb den Wagen. Jetzt hat er die richtige Empfänge. Kannst du auch teilweise machen. So, nicht mein schöner BMW. Jo. Aber hier stehen wirklich mehr schwarze Wagen drin. Als andere? Der war schon vorher da im nächsten. Vorher schon? Ja. Ah, okay. Der kann mich nochmal hochladen. So, jetzt muss ich ja eigenes Dings nochmal machen. So, wo bleibt er denn? Er sollte eigentlich gleich auftauchen. Sonst rufe ich mal meinen Mechaniker schnell an. Warum nicht? Mal fragen, wo der bleibt. Und warum ist mein Fernseher schon wieder hier aus? Das geht doch mal gar nicht, dass der Fernseher hier aus ist. Ich? Ey, der Fernseher ist nicht mit der Überwachungskamera. So, ich geh wieder hier hoch. Doch, Nefs! Oh, gucken wir mal. Ach, die haben Probleme, die Polizei. Kann ich im Haus reingucken mit der Überwachungskamera? Das wäre doch mal cool. Nein, davor immer noch. Nein, geht leider nicht. Schade eigentlich. Spielen nicht mehr an der Sitzung teil. Wow. Mein Auto ist mal nicht da. Wow. Ich auch. So, und dann werde ich mal dann schnell telefonieren. Vielleicht funktioniert es jetzt. Ah, ich will mich jetzt hier wohl. I'm otherwise occupied. To call back later. You heard?
so. An, nur richten, weil ich dir das jetzt ist halt da. Gemacht habe, gerade. Hm? So an, nur richten, weil ich dir das alles gemacht habe am Anfang. Ja. Geil, ne? So, gut, ja, spielen. Wieder das hier. So. Ich mach heute nicht so lange. So, okay. Halb elf, oh. Elf. Ja. Oh, gut. Gut. So. Oh, morgen haben wir hier wieder Vorstellungsgespräche. Morgen werde ich, glaube ich, wieder spielen. Ja. Oh, okay. Gut. Ich hab, glaube ich, 10, 20 Lieder immer. Und weißt du was? Und schon wieder. Ich gehe jetzt GTA 5. Solo. Lol. Obwohl ich dran zumal das Born drin bin. So, ja, und den fahren wir jetzt in die Tuning-Werkstatt rein. Einfach. Jetzt mal kurz da rein. So, also ich hab jetzt ja ab übermorgen. Und wann hast du dein Handy? Ja, ja, eigentlich war es ja erst in der nächsten Woche, aber nächste Woche bin ich nicht wohl da. Das ist das Problem. Wo bist du dann? Ja, na, aus dem Deutschland halt raus. Grazien, Grazien ist schön. Ja, na klar. Aber nicht so voll billig halt dort, ne? Ja, wie in Österreich. Österreich ist auch nicht günstig. Ja. So. Also bei mir. Ich muss jetzt wieder warten. Herr Officer, ich habe neues Auto. Ladeschnecke. Den fahre ich jetzt mal Tuning. Als ob die Leute hier wohl nicht. Soll ich ihn tiefer legen oder nicht? Schreib das mal im Chat. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn hier anmache. Ja, also. 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, was? So. 34,99 Euro, bitte. So, jetzt kann ich wieder nochmal. Dann mach bitte 95 Euro. Nee, wir machen da oben noch was drauf. Wenn es geht. Ja, gut, aber. Hä? Was? Was? Für Freunde? Hä? Ach, Jawohl. Warte mal, ist das Sprengstoff, ne? Jawohl. Nehme ich nicht. Eigentlich weiß ich, hat das ja funktioniert. Schweizer Käse. Was? Österreichischen Käse, was? Deine Mama. Kamenberg. Ich kacke die. Was? Funktioniert. Was? Ach, bei dir funktioniert es. Ja. Nein. Lol. Ich bin gerade bei Kassens und tune mein Auto auf. Bei neues. Warte mal kurz. Ja. Was kann ich jetzt machen? Ich habe jetzt so, dann bist du noch, also musst du, egal in welcher Straßenfahrzeug, musst du wieder zur Arena. Also einfach nur beitreten oder was? Was? Einfach nur beitreten. Nee, du musst links mit deinem Straßenfahrzeug, also zur. Ich muss ja in deine Sitzung rein. Ja, genau. Ich da nur einfach nur beitreten. Einfach, ja, genau, einfach beitreten und dann musst du auch bestätigen.
Ja, Kollege, ich komm mit ins Casino. Und dann musst du hier allerdings zur Arena-Werkstatt. Wie gesagt, solange ich Tunic machen kann. So. So. Und bist du drin auch hoch. Ja, bin ich. Okay. Ich gehe mal ein paar Sekunden dran. Ach so, klar. Gut, dann mache ich ja wohl weiter hier mit dem Glitch, wenn du schon machst. Geh ich mal hier so. Tobler geht nicht. So, hab du musst ja ein Schwarzbildchen. Nein. Was? Schwarzbildchen? Nein. Okay. Ja, der Bord, ja. Nein. Nein. Eigentlich soll ich nur runterfallen auf dem Netz. Ja, nein, also ja. So. Ey, das sieht so. Naja. Ich brauche breite Reifen, Leute. So. Was wird denn hingegangen? Bist du leicht? Warte mal. Wieso bist du so leise? Also, ich bin jetzt schon laut. So, wenn wir die Reifen. Noch eins. Noch eins. So, Wagen ist fertig und die Cops sind wieder mal unterwegs. Was? Ey, Christian, ich hab einen ganz langen Laden. Oh, dann musst du halt entweder. So, ich war jetzt einfach mal zu Casino und werde die mal erschrecken. Und die Rolle jetzt kannst du irgendwie jetzt nicht. Ich habe was ja ich für ein Vieh mir aufgebaut habe. Nicht. Da musst du wieder mal nicht schicken. Also hier einmal noch schließen und dann nichts mehr machen. So, geh ich mal hier wieder mit dich. Ja. Was? Bleib mal bitte im Casino. Ich komm mal vorbei raus. Hallo, hier ist die kleine Busch. Ich kann ihm das nicht geben. Ja, moin, dafür. Ich wollte das Auto eigentlich ganz schon, weil ich schon genug Autos habe, deswegen ich jetzt eigentlich verkauft, aber ich kann. So, ich bin da. Könnt ihr mal rauskommen? Beitrinken wir nicht. Wenn er mit hinten reinfährt. Oh. Okay. Das ist extra einer für Gelände, den hatte ich auch mal. Welchen? Ey! Nicht. Unfair! So, jetzt will ich, mal hab nichts gemacht. Hallo? Ja, hier ist die kleine Buschkin. 10.000. Nein, jetzt halt ich 10.000. 1 und 1. Seriously,
Stefan, hast du hier immer noch eine Freundesitzung oder geschlossen? Ja. Nein, immer noch so. Okay, weil irgendwie kann ich nicht mal irgendwie greifen. Vielleicht ist sie jetzt so voll. Scheinbar wollte der fette Bug so sein. Hier, bitte, ich hab sie eingeladen hier mit. Was? Ich bin zu meinem Apartment. Ich habe nämlich zwei Apartment. Ich glaube, ich bin zu meinem Apartment alle beide. Was wäre alle beide? Jetzt redest du noch leiser. Ich höre nur. Ja, weißt du warum? Weil der Junge telefoniert, Alter. Der telefoniert. Mit mir. Stefan, alles gut? Ja, noch ja. Nee, ne? Warum denn nicht? Was geht hier? So, werden wir mal noch ein Autoschen holen. Wie Glitch? Nein, wir kaufen eins. Ich benutze auch als Monster-Tag, so stört es mich nicht. Leute, wieso kann ich nicht hier bei euch beitreten? Wenn die Sitzung voll ist, geht das nicht. Ich weiß nicht, wie voll die Sitzung ist. Sitzung voll, das geht ja wohl nicht. Sitzung voll wäre, wenn es hier 30 Spieler aufkommen vor einer Sitzung. Und das ist doch nicht voll. Nee, dann weißt du wirst auch gleich mal voll sein. Warum steht hier einfach mal so ein Zughänger? Ich fahr jetzt mal kurz. Mal gucken, was hier los ist. Aua, ich dachte, man kann hier so reinfahren. Ach, da ist die Einfahrt, okay. Ja, morgen. Hast du Kommandozentrale? Nein, hab ich noch nicht. Ja, dann versuchen wir mal jetzt. Schnell. Aber Senior. Was? Auto gewonnen. Ja, weiß ich. Ach, du hast den? Und der ist gerade ausgerastet, weil ich ihn bekommen habe. Was soll denn das hier? Warum steht hier einfach so ein Hänger? Ja, stimmt. Warum steht hier einfach so ein Hänger? Von der Deutschen Bahn? Ja, von AG? Von der Deutschen Bahn. Hänger von der Deutschen Bahn auf dem Hof. Ja, hier, wo ich bin. Deutsche Bahn. Deutsche Bahn in Rostock. Ja, dann bestätigst du alles. So. Ja, so ist ja halt irgendwann. Trotzdem. Vollgas jetzt in die Werkstatt bei mir. Da müssen wir noch ein Auto kaufen. Ich weiß nur noch nicht welches. Was? Oh. Oh. Schön. Nein, ich kann jetzt nicht die Adresse finden. Nein, ich glaube nicht. Weil du musst hier auch deine Nöte sein. Oh! Er darf damit auch nicht auf der öffentlichen Straße fahren, das ist nur für Gelände genehmigt, also dürfen sie ihn sogar nicht abgeben. Herr Kollege. Ja. Was für ein Verarsch, komm! So, dann müssen wir wieder mal reingehen. Und nun, bitte, bitte, bitte. Was? So, gehen wir mal ganz nach unten, holen wir uns doch eine schöne Kiste. Wieder hier rein. Verstehen Sie das einfach. Und jetzt bin ich wieder mein. Ich
Ich hab keine Schuhe. Jawohl! Nein! Johann, da bist du behindert! Den holen wir uns. Ist es weg. Warum macht das Auto kaputt? Nur Schmuggel gibt Schmuggel vor. Ja! Scheiße, der auch. Ich hab nie eine Auto gewohnt. Ja, bitte. Auto geil. So, erstmal fahren wir mal nach kurz nach oben. Wir müssen so, da noch was erledigen. Bitte, so, dann geh ich. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie hier weiterreden geht. Kollege, guck! Da hat mal her. Ich bin erst in meinem. Ich bin erst in einer Stunde wieder im Dienst. Ich bin alleine davon, Mann. Warten Sie, ich setze meine Weste auch doch mal auf Sie. Was? Nun hier? Ihr Schlüssel in hier. Weiß ich nicht, ich hab nichts gemacht. Oh. Ich schau mal lieber ab, bevor die Cops mich kriegen. Darf ich mitkommen? Junge, mach mal auf! So lange. Oh, Stefan, erinnerst du dich noch an die Flug an den Helikopter und halt ja. Kaputt gemacht und Pool alles zerstört, Alter, mit dem Helikopter. Ah, geil! Bist du drin? Bist du drin? Gut. Ich bin gerettet. So, ich gehe mal eine Runde duschen. Und weißt du was? Nee, danke. Ich bin der Bruno und der Kameramann. Ey, und wie geht meine Dusche gerade nicht? Ja, obwohl. Ja. Ey! Das geht meine Dusche nicht! Holle hier. Na, endlich. Kollege, hallo? Anzeige Polizei. So, ich rauche erstmal einen in aller Ruhe, solange kann er wie erstmal duschen. Dann laufen wir runter, holen uns den Wagen, tunen den in Klammern auf. So, meine lieben Leute, wer noch nicht abonniert hat und die Glocke aktiviert hat, tut das bitte jetzt. Und bitte ein Like und ein Abo, und den Like-Button drücken, bis der Notarzt kommt. Oder besser gesagt, bis der Leichmann kommt. Natürlich immer nur Spaß, ne, meine Lieben? Hallo? So. Ich bin der Bruno und der Kameramann. Ich bin jetzt fertig mit Duschen, ich komme jetzt mal raus. Ich sehe Fernseher. Ich bin der Brunner Kameramann. Ach so, der Fernseher ist leicht defekt, er flackert ab und zu mal ein bisschen. Ach, aha. Ja, ja. Also, noch geht's bei mir. Der, wie gesagt, der Fernseher hat eine kleine Macke. Also hier geht das so. Oh, so wie das schon ein. Nur, dass es scheiße ist, jetzt, dass ich hier. Sehen Sie das? Keine Frame. Wie er flackert? Der Fernseher ist kaputt. Ja, ja, ist er auch. Der Mechaniker für den Fernseher ist schon unterwegs. Der sollte schon seit 2 Wochen hier sein und den Fernseher reparieren. Aber irgendwie kam er nicht. Wieso ist der Schrott? So. So, ich gehe zur Garage eben eins. Ich hab den Mann aufgehalten und... So, oh, Cabriolet, Auto offen und es pisst, ja, es regnet. Sorry für das Wort. Ja, das gemacht hat. Ich komme um 20 Uhr wieder in den Kollege. Ja, dann hätte sie noch drauf lassen dürfen. Wo die wohl Dings ja wohl.
Ja, und gleich in ein paar Stunden. Ich schieb den. Alter, kann ich schieben. Ich weiß. Ich hab mehr Leistung als er. Schon über 3 Minuten. Ich muss Fleck auf Rot und Lambo. Ist gar nicht, oder? Ey, warum will ich nicht rein? Lass mich rein! Geht doch. Oh, schön. Der hat was gemacht. Hände hoch. Hände hoch. Was? Wer ist der Bruno, der Kameramann? Was? So. Jetzt, Leute, jetzt wird's lustig. Lul. Als ob ich umgebe die 1 Million Dollar. Umsorgs. Wie komisch. Wie eine Würst. Leute, guckt mal her. Wie eine Kühlwurst. Wer will mitfahren? So. Ich bin gestorben. So, das macht der fette Technik. So. Boom. Die Luft ist. So, wir fahren mal zum Tuning, mal gucken, was wir an der Kiste machen können. So, jetzt gucke ich mal, wie viel jetzt ich jetzt habe. Ich glaube schon über 7 Millionen. Moment. 7,5. Augenblick, ich suche die kürzeste Strecke zum Tuning Center. Wow. Wie heute Leeches. Der ist immer noch ohne Türe. Ich habe nicht alles verkauft, noch nicht. Ich habe noch in meinen Firmengarage noch welche. Ich habe noch in meinen Penthouse-Garage noch. Ich habe noch in meine Maße, glaube ich, weiß ich ja nicht mehr. So, ich habe noch. Eieiei. Ich habe nicht gekriegt. Herr Officer, die Rechnung zahlen Sie. Das ist noch so. Ja, jetzt bekommen wir welche Luft. Oh Gott. Nee, du musst es so sagen. Ich bin ja Brunnen, ja, Kameramann. Ich habe wirklich eine Leiche drin, die Kiste ist schwergängig. So, jetzt habe ich hier über 9. Warum soll ich zum gelben Punkt fahren, hä? Ich fahre nicht zum gelben Punkt. Ich habe mich zu leicht nach gefahren. Ich fahre die Kiste jetzt mal Tuning. Ich soll eine Leiche abholen, aber das mache ich nicht. Ja, dann versuchen wir jetzt mich beizutreten. Ich weiß, was wir machen können. Nee, das ist gut. Warte. So, ich mache vielleicht für die Leiche mal ein bisschen Musik an, ein bisschen laute. Guck mal rein, ja, ich hab. Dings, bleibe Ross nach der Abjob Aspen und da musst du ein machen. Nein. Haus, hey? Und dann ist Baumpunkt der Arena-Werkstatt. Ja, warte mal, ich muss erstmal mein Auto-Tuning machen, weil der mir zu langsam ist. Ihr seid gerade vorbeigefahren, ich war gerade echt woanders hin. Willkommen. Okay, warte mal, dann haut meine Karte nicht hin. Wieder mal. Nee, so weit weg ist es nicht. Aber eigentlich ist. Warte mal, irgendwas haut bei mir nicht hin. Oh, hast du gesehen, wie ich vorbeigeflitzt bin? Da ist er. So, dann rasen wir mal schnell der Punkt D hin. Was ist der Bruno?
Hier ist der Brunnen mit seinem Kameramann. Oh, du machst jetzt aus, okay. Also, oder wir sehen jetzt hier. Also, hä? Ach so! Ah, deswegen. Gut, dann. Also. Willst du jetzt erstmal hier schnell noch den Glitch noch für dich? Willst du jetzt noch hier noch? Okay, dann musst du links unter Option und Freunde und dann unter mich. Ich bin auf dem öffentlichen Nutzer. Da müssen Sie mit hierher kommen. Hallo? Da war's. Immer noch lange. Wo sind Sie denn, Herr Kollege? Warte. Weil normalerweise. Vorne, Kollege. Herr Kollege, warten Sie. Okay. Ich bin gleich bei Ihnen, warten Sie. Hallo, ich bin hier. Wohin gehen Sie? Ja, warte, ja. Ja. Sag mal jetzt. Seit ein paar Minuten oder was? So, jetzt wird der Leichenwagen schon getuned. Ups. Ich schon. Weißt du warum? Weil wir am Boden. Aha. Der Apple hat ja einen Fall. Der Lambo nicht so schnell ist wie jeder. Nee. Stunde. Ach, niemand. Der eine Million Lambo ist eigentlich schneller als die anderen. Aber es ist auf Turbo getunt. Gehen wir mal einfach in Gap. Ja, ne, er muss noch auf Turbo getunt werden. Und dann ist es schnell, damit ich schnell ein Auto hoch 10. Naja, ja, bleibt so wie er ist. Warum verkaufen tun wir nicht? Was ist der was? Ziemlich schnell. So ungefähr ein paar Minuten, ungefähr 2-3 Minuten, wenn das jetzt wohl noch mal wird schon bist, dann kannst du eigentlich fast über Party mit dir beitreten. Weil ich hatte irgendwie zum Tod Zufall hier einmal hier gemacht und das hat sich ja wirklich funktioniert. So, Kiste ist fertig. Was wir nämlich machen können, wäre nämlich eine Sache, wir können mal so unseren Dorfschiffer. Oh, Alter! Oh, das war total geil, aus wie wir gefahren sind und die Scheiben sind durcheinander gescheppert, hey. Habt ihr mal schon so einen Leichenwagen gesehen? Was? Guckt ihr mal das Auto von hinten an. Das sieht wie eine aus. Du musst hier vorne und hinten einfach so, das ist einfach. Okay. Das sieht nicht an dem Auto. Weil bei mir klappt es. Nee. Schneller als Tourismus. Und ist so schnell wie erstes Casino-Auto, was ich auch habe. Der ist ja ganz vorne gesehen. Ist aber ein Casino-Auto, der ist genauso schnell. So, jetzt müssten mal die Cops langsam kommen, die müssten mich mal anhalten, weil der Wagen ein bisschen illegal ist. Ah, dann hat es funktioniert. Ich muss nur mit meinen Kollegen, ich bin ja nicht, ich bin aber dann musst du hier Dings, Hab ich gesagt? Irgendwie, genau. Ob dein Wagen da neben dir steht oder hier eine andere halt. Ist ja schlecht egal. Und dann muss ich hier wieder. Egal. Warte mal noch kurz. Also, du wirst ja sehen, dass er deinen Charakter da. Wenn du eigentlich mal siehst, dass du nach unten fliegst und dann das Monster wieder auf der Map. Das sieht nicht deutsch aus. Ja,
Ey, das müssen wir jetzt zeigen. Das muss an den Herrn Officer Kriminell Stefan Schneider muss das Auto gelangen. Der muss das im Stream, muss dieser Lamborghini gezeigt werden. Ja, das ist könnte Plan. Jetzt wahrscheinlich schon laufen. Ja, ist auch schnell, bitte Lamborghini. Ich geht schnell fahren. Weil ich könnte jetzt versuchen, mal am Ende zu schließen. Ich fahre ein paar Meter hoch. So, ich fahre hier mal einparken und warte mal auf die Cops. Vorne sieht schon nice aus, hinten auch, aber bei den Türen musst du deine Tür auch kaputt sein. Dann sieht es geil aus. Okay. Fahrzeug, wir gucken uns mal das selber mal an, erstmal. Alles öffnen. Weißt du, bei mir funktioniert das ja. Stefan, warte, Polizei ist unterwegs mit besten Lamborghini unterwegs. Alter, ich hab wirklich eine Leiche drinne. Hast du dir nicht hier eine Ladefunktion gemacht? Stefan, warte, willkommen. Ja, du musst erstmal eine Ladefunktion für dich selbst, ja. Ja, mach mal. Wo bleibt ihr? Wo sind Sie? Bleiben Sie dort, wo Sie sind. Stehen bitte. Ich bin gleich in der Nähe. Weil normalerweise. Nicht schießen. Nein, du kannst eigentlich heute bei mir vorbeischauen. Anhalten! Weil du kannst ja bei mir vorbeischauen, wo ich die heute gestreamt habe. Ja, okay. Die Cops sind gerade an mir vorbei, okay, raus. Kein Problem. Autsch. Ich bin der Bruno, der Kameramann. Was? Also ich habe gehört, der Stefan Schneider ist der Bruno, der mit der Kameramann, ja? Hab schon gesehen. Ey, warum ist meine Motorhaube zu? Gucken Sie sich mal bei mir alles an. Stefan Schneider? Stefan Schneider? Ja. Ich habe über 9 Millionen Dollar auf dem GTA. Okay. Über 9 Millionen Dollar. 9 Millionen Dollar. Kollege, man sieht bitte auf, mit dem Handy in die Ansounds rumzuspielen. Das macht mich schon mal wirklich. Und die war doch schon. Das haben wir wirklich ein Leichenwagen hier drinne? Guck mal hin. Zwei neue Autos sind schon wieder da. 9 Millionen Dollar. Ja, Chris, soll ich mal sagen, ich habe mehr. Wie mehr? Ich habe viel mehr. Wie viel hast du denn, Stefan? Ich habe noch von 1 Million sind noch übrig. 10 Euro. Nein. Nee, 1 Million hast du ja nicht. Du hast 675.000 ja. Und 371 Dollar. Und du willst ihn nicht jetzt wohl verarschen. Typisch der Stefan Schneider, der wohl nicht so ganz genau liest, wie man die Zahlen richtig wohl lesen kann. Mensch. Chris, wenn ich das nett bin, dann mache ich jetzt was und dann habe ich definitiv mehr als du. Wie? Wirst du gleich sehen. Wie meinst du das? Willst du hier dein Penthouse verkaufen, ja? Nein. Ja, kauf Gönnchen über den Penthouse alles. So, jetzt dauert es mal ein bisschen. Und bitte mal auf richtig Gas auf Linie müssen sie oder wir müssen mal mit so in Lamborghini gehen. Auch man haben wo ist die goldene Kugel? Sie waren alles gleich. Ja, wohin fahren wir? Weiß ich nicht. Kann ich mir mal leisten, kein Thema. Und bezahlst du das mit deinen GTA-Dollars?
Warte doch mal kurz, der lädt noch. Der ist doch bei Laden und sich einloggen. Kaufst du dir das oder was? Mit deinem richtigen Geld oder was? Ja? Was? Ja, moin, der kauft sich ja wohl richtig Geld. Da darf. Okay, ich hab gerade einen Bugfehler, es funktioniert gerade nicht. Aha. So, ich hoffe mal. Ich probier's nochmal. Das mal wieder funktioniert. Fahren Sie mich um, bitte. Fahren Sie mich bitte um, fassen Sie auf, ich stelle mich jetzt vor und dann fahren Sie mich. Funktioniert gerade mal nicht so. Und hast du gekauft? Nee, es geht im Moment nicht. Ich habe einen Bugfehler drin. Muss da mal wieder ein, zwei Tage warten, dann funktioniert das wieder. Ein, warum zwei Tage. Ja, ja. Ah, kein Problem. Aber kann ich bei euch beitreten, ja? Könntest du? Ja. Okay, weil ich habe jetzt wieder neu gestartet in GTA Online, wieder von vorne, weil. Wie geht es denn nicht, glaublicherweise, muss ich ja nicht durchhalten. Also, kommt mal bitte alle zu mir, die in der Party jetzt sind. Ich will die Mission noch schnell machen. Weil wenn Chris drin sind, sind wir ja zu viert. Oh Mann, diese Mission. Weil ich die Mission fertig haben will. Ich möchte Auto glitschen. Ja, Auto, Stefan möchte Auto glitschen. Auto glitschen. Ja, nein, heute mal nicht, Chris. Heute mal machst du mal kurz meine Mission mit. Ja. Autos glitschen, Autos glitschen, Autos glitschen, Autos glitschen. Kollege, ich mache jetzt Autos. Autos glitschen, glitschen mit Autos. So, jetzt. So, jetzt Freunde. So, und jetzt Spiel beitreten. So, ich werde mal wissen, was beitreten kann. Wo ist mein. Achso, der ist in die Tasche tiefer, stimmt ja. Ey, oh, die Laterne ist ein Zentimeter neben gelandet. Ey, da muss man ein bisschen Glück haben, ne? Ja, jo, ich glaube, der Kollege nimmt sich auch ernst. Ich kann bei euch nicht herbeitreten, was für ein Bug. Ja. Ja, aber eigentlich ist die öffentlich, weil die anderen kommen ja auch rein. Das ist ja komisch. Ich kann irgendwie nicht hier bei euch beitreten, was ist das denn? Umfahren, 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 umfahren! Zion 2.0, bitte mal ein an den Chris. Ich hab's ja vorhin schon gemacht. Einfach den holen. Aber ich kann irgendwie nicht rein. Ich nehm dich mehr. Der hat mich im Auto eingehangen. Mit meinem eigenen Lamborghini wurde ich gerade blöd gemacht. So geht das gar nicht. Da bin ich nicht mehr auf ihrer Seite, merken Sie sich mal. Da wird es gleich Ecke kriegen mit dem Vater Staat. Nicht! Sie sollen auch. Ich hab alle weggeschossen. So. Kollege, so. Ich bin wieder tot. Kollege. Kollege? Arme Kollege. Kollege. Komm, komm Sie mich um, komm, 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 fahren Sie mich um. Ab zu meiner Garage. Soll ich den Leichenwagen fahren oder einen anderen Wagen? Schreibt das mal in den Chat rein. Was fahre ich? Ich? Hallo. Was Sie fahren, weiß ich nicht. Boah. Da war halt das erste Mal weg. Ich hätte mich jetzt rechnen. Zweimal würde ich den Tod heißen. Ach, ich fahre den Leichenwagen, Leute. Ich kann wirklich nicht beitreten. Er steht bei mir. Achtung, die Sitzung, der du beitreten möchtest, ist ausschließlich für Freunde. Du trittst jetzt einer neuen GTA Online Sitzung bei. Hey. Du bist doch ein Freund. Wo ich von zu gebackt habe, musste ich dreimal beitreten. Aber ich habe dich ja auch noch als Freund. Ja, Chris ist bei mir noch. Junge! Was schießt er mich ab? Noch schwer hat wen abgeschossen. Achtung, der Stefan Schneider ist betrunken. Ich wiederhole alle Einheiten. Der Stefan Schneider ist betrunken. Und er fährt mit dem Leichenwagen zu einem Apartment. Nein, falsch dich. Kollege, ich muss im Büro, ich muss eine Dienste fertig machen. Ich komm damit. Wege könnte sich
Alle Einheiten. Der betrunkene Autofahrer fährt jetzt zur Richtung und sie. Schotterpiste, ich wiederhole, auf der Schotterpiste. Ich wollte an einer Einheit, bitte inspiriere dich, ich habe die Katze zu einem Gespräch eingeladen. Oh, mir geht's schlecht. Oh, jetzt bin ich schlecht. Der hat gerade gekotzt. Mir geht's so schlecht. Ich brauch mal einen Rettungswagen. Kann ich ja wohl hier drücken. Okay, muss ich mal selber einrufen. Na, Kontakt. Viereck. 9. 1, 1. Anulu. 1, 1, 0. Jeder hat 1, 1, 0 angerufen. 9. 1, 1, 1, und jetzt. Nee, bei dem Stefan Schneider gibt's ja der Bruno, der Kameramann. Oh, ich brauche Rettungswagen. Mir geht's. Fackeln Sie sich auch irgendwo am Rand, aber nicht. Wo steht Notarzt? Da steht Notarzt. Ich brauche Notarzt. So, wir müssen, ich lasse Sie gleich in mein Büro ein, wir müssen einen kleinen Gespräch abstimmen. Hallo, wartet auf mich. Ich brauche Notarzt. Alle Einheiten bitte um. Der Notarzt ist schon auf dem Weg, beruhigt dich. Ich brauche Notarzt. Der Notarzt ist unterwegs. Wie geht's beschissen? Ich brauche einen Notarzt. Boah, jetzt geht's mir wieder blenden. Danke. Viel zu spät, alles. Kollege, wo sind Sie? Ich hab's eingeladen, den kommen Sie rein. Ich bin nicht. Ich muss erst raus, dann lade mich danach an. Na gut. Alter. Hat sich gerade erledigt, mir geht's wieder blenden. Steven Schneider geht's wieder Messer. Ja, jetzt kannst du mich einladen. Und jetzt kommt der Notarzt. Was? Jawohl. Bruno, der Kameramann. Ich kann mich gerade nicht einladen. Stefan, nimm mich an. Nein, ich nehme auch nicht an. Gut. Baba, wie lange geht das jetzt so? Seit wann hat der streamt? Seit fast mit 3 Stunden. Was? Ja. Schon so lange, Alter. So, dann versuche ich mal hier heute zu drehen. Ich hab sie eingeladen. Was machen sie denn? Das. Was? Wie lange dauert es, bis Kollege im Büro ist? Soll ich reinkommen? Ich bin eingeladen. Nein, nicht sie, immer ein Kollege. Welcher Kollege? Mein Kollege. Welcher Kollege? Mein Kollege. Deine Kollege? Ja, meine Kollege. Also deine Kollege, nicht meine. Meine Kollege, nicht deine. Deine Kollege ist am Sachen machen. Ah, okay, alle klar. Und auf Wiedersehen. Ey, weißt du was, Leute? Was mir jetzt einfällt, ich war, ich habe noch nie Leichenwagen gesehen bei Casino. Wie bei Casino? Okay, Kollege, kommt nicht im Büro rein, dann werde ich Sie dann aus Büro ausgehen. Ist mir egal. Kollege, wissen Sie, Kollege, sind Sie noch da? Ja, es hat sich wieder funktioniert, den Glitch. Ja. Hallo, Kollege. Ja, ja, es hat funktioniert, den Lied. Ja, und ich liebe wieder. Kollege, 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 Kollege. Ups, hallo. Kollege, 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 Kollege. Stehen bleiben. Scheiße, Knäste. Darf ich ein? Ich hab alles geklappt. Ich wurde ein Stefan Schneider irgendwo an, und also ein, wir müssen einen Herrn namens Stefan Schneider müssen wir suchen, der wurde nämlich wegen Drogen verkauft und alles mögliche. Halt, Polizei auch noch. Ach du Scheiße. Ich hab keine Drogen verkauft. Das kann ja wohl nicht mal sein. Ich hab versucht, zwei Augen umzubringen, aber das war, kein Strafverfahren mehr, Kollege. Deswegen wurde er versucht. Ja, Kollege, sind wir vorher. Ja, ich bin gerade gelandet hier. Kollege, ich bin auch schon gelandet.
Kollege, die Kameras, wir haben doch eine, wir konnten ihn abgeholt. Was, der Kameramann? Wir haben Gangmitglieder gehört, haben geredet, dass er ihn zu Casino möchte mit Leichenwagen. Er möchte angeblich wollen, sie sich bei der Casino-Chef Unfall. Er hat gesagt, wenn sie 1 Million bezahlen, kriegt er an dem Rad das Auto, aber hat er nicht bekommen, dass sie möchten sie den Casino-Chef unter die Erde bringen. Und möchten ihn in einem Rad anbekommen. Klein. Navigationsgerät geben sie die Kassierung ein und dann fahren sie dorthin. Wir fahren bitte, so richtig wenn wir anfangen, bitte getrennt anfangen. Wir müssen zusammen anfangen. So richtig Schuckabiata. Was? Vor allem, ich fahre heute wirklich ganz vernünftig gerade. Jede rote Ampel ist meine. Was? So, also ich steig jetzt hier rein. So. Alter, ich fahr hier gerade mal 45 km/h. Jawohl. Opa. Jetzt ist es weg. LKW einfach nur mit auf die Straße packen. So, einmal hier, einmal hier. Der Nacht ist ziemlich viel LKW, wir verkehren hier nicht. Bitte warten Sie, bitte langsam fahren. Wir dürfen nach hier mit dem langsam fahren. Wir wissen nicht, ob wir mit einem Kollegen sind. Wir fahren nicht zusammen. Kollege, was? Sie fahren, nicht du, er. Kollege, meint er. Bitte fahren Sie ganz hinten. Nein, fahren Sie wieder. Warte, warten Sie, bestellen Sie das Gebiet wieder einmal ab. Nein, Kollege ist noch gar nicht da, aber ich weiß nicht, warten Sie. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Junge, wohin? Licht alles aus. Licht aus, Aber einstecken, wenn ich so sage, dann werden wir ungefähr, Sie sehen ja hier. Hier ist die eine Seite vom Casino-Eingang. Ja, so sagt. Hier ist die Eingangsseite und die sperren die so hier mit Auto ab und die sperren Sie ab. Oh mein Gott. Dann stellen wir bitte uns auf den Officer ran, Mann, danke. Das dauert auch eine ganze Weile, bis ich da bin, mein Casino. Weil ich halt meine Verkehrsordnung. Ja, Dummi, ich hab hier ein Auto geglitscht. Motorrad, ne? Und jetzt geht's los. Und ich bin auf dem Strasch. Achtung! Auf dem Strasch. Und. Oh, Motorrad! Sorry! Hilfe. Ich mach vordere Seite, die hintere Seite, ich werde nicht die Seite schlecht stellen. Kann ich in den Lastwagen hier umkippen? Ja, kann ich. Hallo, Elke. Rendo. Was wollen Sie von mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Rendo. Ich kann keine Hände hochheben. Rendo. Ich kann keine Hände hochheben. Hände hoch. Der meinte Ende hoch. Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Er meinte Ende hoch. Ich kann keine Hände hochheben. Doch. Nochmal. Kollege, warten Sie mal. Ich muss mich ganz schnell in den Dienst anmelden. Ich bin in Dienst und habe vergessen, mich anzumelden. Ganz großer Fehler gerade. Ich habe nichts gemacht, Leute, ja? Stefan Schneider, geh einfach in den Casino. Ja, mache ich jetzt auch. In den Casino rein. Los. Der hat ja wirklich in den Casino reingegangen. Ja, ich habe nichts gemacht, aber ich weiß für nichts, was ich gemacht haben soll, weißt du? Ja, wir wollten nicht krank. Nein, was machen Sie? Sie sagen nicht. Lass mal die Auto nehmen. Der ist geklaut. Geklaut. Warten Sie, warten Sie.
Ich verfolge sie, das Auto wird von der Polizei eingeliefert. Crazy. Nimm sie Auto mit, Streifenwagen weg, da wird es von der Polizei eingeliefert. Ich verfolge sie von hinten, falls auch wir... Ja, ich kann noch eins verkaufen, wir haben schon über 10,5 Millionen Dollar. Voll korrekt oder was? Warte. Kollege, holen Sie mich ab. Einzahlen. Diese Summe einzahlen. Oh yeah. Jetzt habe ich über 10,5 Millionen Dollar. Und der Stefan Schneider hatte keine 10,55 Millionen Dollar, habe ich gehört. Oh, ich hatte mehr. Hatte viel mehr gehabt. Ich hatte 3 Millionen. Stefan, ich habe jetzt 10,55 Millionen Dollar jetzt. Okay. Hä, wo ist denn mein Auto hin? Wurde konfisziert. Junge, mach mal auf. Der meinte, ihr seid gemein, weißt du? Ihr beschlagnahmt. Deine Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Polizei, wir wollen Verkehrskammer machen. Stoppen Sie Ihr Fahrzeug. Stoppen Sie. So, ich hab da gerade kein Fahrzeug, also bitte von mir. Stoppen, wir wollen Sie. So. Eine Verkehr. Sollen Sie einen Glitch machen? Was? Der Stefan Schneider macht einen Glitch? Zeigen Sie mal den Glitch. Kommt jetzt her! Nein, hör doch auf, ey! Ich spiele schon mal, Stefan, hör auf zu schießen, hör auf! Dann hört ihr auf zu schießen! Ja, Alter, ich kann dich ja nur umheben, außer habe ich nichts gemacht! Zu glitschen. Was? Sie müssen mit auf... Doch! So, online! Kommen Sie mit ins Obstrovier, bitte! Wir kommen jetzt mit aufs Obstrovier! Hä, was steigt der am Auto rein? Stecken Sie jetzt hinter mir neben mir. Steck kein Kollege, steck hinter mir neben mir ein. Weil ich nichts gemacht habe, Leute, werde ich ihn auch mal ein bisschen böse. Auch zu die Cops. Ja. Und der wird da auch gerne anfangen zu glitschen. Mit mir. Nein. Ich habe nichts gemacht. Ich habe das Koks zum abgebrochenen Bauer Frankie gegeben. Als andere seine Kannibien. Nochmal. Ja, damit komme ich jetzt. Was kommt jetzt? Konfrontiert. Ich weiß, dass wir sind, Kollege. Hey, Kollege. Ich werde ihn lassen, wenn sie weiter schießen auf Leute. Ey, jetzt haben sie Erlaubnis, mit Pistole zu schießen, wenn er wegrennt. Stoppen Sie. Ihr dürft mich nicht umbringen. Das ist. Doch, wenn du wegrennst, wir dürfen dich festhalten und wenn du vor Polizei wegrennst, nur weil wir dich anhalten wollen, dann wir schießen. Guck mal. Hey. Polizei. Kannst du jetzt bitte wenigstens einmal mit ins Revier kommen? Nein, ich komm nicht mit, weil ich nichts gemacht habe. Oder das hier. Ein Meme. Was? Doch, du solltest ja gegen den Bauer Fränke aussagen. Was für eine Aussage? Ich kann nicht viel aussagen, ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Woher soll ich das wissen? Ja, trotzdem, woher sie das haben, alle zu teilen. Oder Bruno mit dem Kameramann, was? Hallo! Wo sind Sie her? Oder Bruno mit dem Kameramann, was? Kollege, nimm mich mit! Kollege! Kollege! Was? Kollege, was? Nein, sie schießen ihn nicht. Ich werde schon dann mit dem Gewehr rausrennen. Ja, ich stopp. Man hat nur gesehen, wie einer auf offenen Gerüst geklettert ist, auf jeden Fall war er weg. Ist das Schlaf oder was? Wow! Moment, nicht du Marke! Was? Ich komme Sie mit aufs Revier, Sie können Sie auch heute kommen mit wieder aufs Revier. Sie müssen eine Aussage gegen den Bau auf Tränke machen. Oder wie dieser Stoffer auch. Hi Mion! Hallo, Kollege, Sie haben doch etwas gemacht, Sie müssen einfach nur mit uns. Aber nicht gefistieren. Ich habe nichts gemacht, ich muss nicht auf Revier.
Nein, sie haben nicht. Hör sie auf zu schießen, Kollege. Ich werde zum gleich. Vielleicht wird ihre Sicht mir mit dieser Dorf. Nein, ja, wir wollen sie wegrennen. Hat sie angezeigt, deswegen sollen sie ja Aussagen gegen ihn. Bitte steigen sie ein. Ja. Der Pfeifer ist weg, guck mal, der Pfeifer ist weg. Dann war es, steht er hier und macht gar nichts. Bitte machen Sie, schenken Sie, dann machen eine Aussage gegen den Bauchfänger. Warum soll ich einsteigen? Weil Sie eine Aussage gegen den Bauchfänger. Ich hab eine Mutter, warte. Die Tür ist kaputt. Was? Wie der Mutter warte, was? Ich hatte so viel kaputt. Alle kaputt, oder was? Wenn Stefan jetzt nicht aufs Klavier kommt, müssen wir gegen den ermitteln. Was? Stefan ist kaputt, ja? Dann kann er gar keine Strafe kriegen, dass er nur mit Drogs gehandelt hat. Kann man mir nicht Sorgen? Hat jemand gegeben, dass er jetzt handelt? Ja, kannst du? Puta, puta, Lise, kaputt. Nehmen Sie die Waffe weg. Über uns ist ja, wir sind blöd geklopft gewesen. Also über uns. Wir sind einfach nur dumm zu mir. Hallo. Hi. Können Sie mit auf Waffe? Sie müssen Aussage gegen machen gegen Bauchfänge. Ja, aber darf ich vorher mein Auto holen? Danke. Ja, damit werden wir gleich. Ich folge Ihnen dann hinterher. Ja, ich fahre dann hinterher. Stecken Sie einfach bei uns ein, markieren auf Navigate Ihr Auto und dann fahren wir Sie irgendwie an. Ich bin doch schon da. Ich bin schon längst da. Ich bin schon da im Auto, Mann. Was ist mit euch los? Ach, hier ist die Konversation. Wieso macht denn hier Zicke? Warum macht denn hier Runde Zicke? Ich muss immer schnell was lesen. Herr Kollege, ich gehe mit dem. Soll ich lesen? Okay, er kann nichts Deutsches. Mann, hör doch mal auf. Wer kann nicht Deutsch? Das der mal in mein Chat. Er kann nichts Deutsches. Ich komme mit dem. Warte mal, lass dich rein, dass du einsteigen kannst. Dass du wirklich siehst, dass ich nichts mache. Oh, steig ein. Mann, fahr doch mal vor. Hey, wo ist der hin? Ach, der ist da oben, okay. Mann, ist sehr schnell unterwegs. Ja. Yeah. Okay. Kollege, ich schieße die gleich, wenn wir weitermachen. Wenn sie das hört, war alles für die, bye bye. Herr Kollege, können Sie das gemeinsam machen? Ich habe angeboten, dass Sie mir heute. Herr Kollege, könnte ich mir erklären, dass ich mich würde, ob ich das Schritt Akzent fassen? Das macht mich nervös, bitte. Das ist nämlich so ein Fäschchen. Lecker. Hilfe! Warte, ich kann gleich lesen. Ich muss halt ein bisschen Abstand halten, dass ich da nicht rein fahre in ihn. Wer muss Abstand halten? Ich. Achso, du musst Abstand halten. Ich muss ein bisschen Abstand halten. Nein. Also nicht schießen! Und schmeiße dich aus dem Auto raus. Bitte parken Sie kurz vor dem Büro hier. Bitte parken Sie hier in dieser kleinen Kurve. Bitte hier irgendwo einpacken. Ich komme gleich wieder. Ich muss mein Auto bei Polizei. Naja, ich packe. Ich suche mir hier vernünftig den Parkplatz aus. Ja, ich schieße mein Auto. Bitte kurz hier wieder. Aber mit eigentlich Endbahn. Ich hoffe es. Ach, das Ding kann ich ja wieder hochladen. Also das ist schlecht. Wir sind schon da. Jetzt brauchen wir nur noch einen Bauer, aber das ist klar, das ist das Problem. Probleme bitte alle einstecken. Ist jetzt vor? Ja, nein, sie sitzen nicht so. Sie sind manchmal wie ein kleines Kind. Sie brauchen noch ein kleines Kinderfisch. So, das lese ich mal schnell durch. Ja, ich glaub's auch.
Aber du musst ja auch alles durchschließen, ne? Nicht nur die. So, ich kann mitzocken. Habe ich mich schon jetzt gelesen. Guten Morgen, wo ist dein... Den? Herr Chris. Ach, wo ist der Herr Chris? Ja, der glitscht. Ich bin da. Und was läuft gerade meine Nase irgendwie? Wo muss ich denn hin? Ich lad euch ich bin da, was ist hier los? Hat jemand wohl gerufen? Ja, Mion. Ey, was haust du mich? Du willst wohl Krabbügel haben? Guck mal, wer der ist. Dieter Bohlen-Institut ist wieder mal am Start. Das war Jürgen Klopfer. Sorry. Stefan? So, ich geh mal klingeln. Stefan? Brauchst du eine Billig-Imus-Schließe? Daniel. Stefan? Stefan? Ja, was? Brauchst du eine Billig-Imus-Schließe? Brauche ich nicht. Brauchen sie nicht. Ich habe eine Billig-Imus-Schließe. Ich nicht, ich habe für Imbus... Ich sie 1 Euro. Ich habe einen ganz teuren. Können Sie 1 Euro kaufen? So, mal gucken, was er von mir will. Ach Mann, wollen Sie etwas zu trinken? Nein, ich will nichts zu trinken. Hauen Sie mal von mir ab. Ja, ich will nicht trinken. So. Tschak, tschak, trinken wir. Um was geht's denn, wenn ich mal fragen darf? Der Baufrede hat gegen sie ausgesagt und eine Anzeige gegen sie gemacht, dass sie angeblich illegal Drogen ihm verkaufen wollten. Und dann, wo er auch ihn geschlafen hat, angeblich Drogen bei ihm angepflanzt haben. Was total sinnlos ist, wir wissen, aber ja, was keinen Sinn ergibt, aber dass irgendwie sie eher ins Gefängnis kommt wegen Drogen und weil das so viel war. Ja, so wie Sie sehen, zu meiner anderen Seite hier, es ist jetzt, Herr Baufrede, was haben Sie dazu sagen, Herr Baufrede? Irgendwas? Also, jetzt hören Sie mal kurz zu. Der Bauer Frank hat mir einen Auftrag gegeben, dass ich für ihn da hochfahren soll, das abbauen soll, was er angepflanzt hat, und dann ihm übergeben soll. Das habe ich gemacht. Das war mein Job. Mehr habe ich damit nichts zu tun. Dafür habe ich 200 Euro nur gekriegt. Und Bauer Frank? Wahrscheinlich. Die haben was anderes gesagt mir. Und davon habe ich sogar Unterlagen in mein Auto unten zu liegen, in mit denen ich gefahren bin. Und der steht in der Garage. Die Unterlagen werden dann schicken sie mir die Unterlagen per E-Mail los. Aber sie kriegen eine kleine Geldstrafe wegen Drogen, aber auch den Mondschillert. Normalerweise dürfte ich gar nichts kriegen, wie gesagt, das war von Herrn Bauer Franking der Auftrag, dass ich für ihn das abbauen soll und er sollte das weißt dann... Weißt du überhaupt eine Person vom Staat, hat von jemand was gewusst? Also ich weiß es und meine Sekretärin weiß es auch. Oder warten Sie mal, da sind ja zwei, an diesem Tag sind noch zwei Kollegen, ein Officer und ein Lehrling auf dem Montsiland vorbeigefahren, die können wir nachfragen. Ja, habe Sie recht, warte. das war mir so klar. Goa was? Ja, ich habe schon die ganze Zeit mitgelesen, also ist es nicht. Ja, Mon. Ja, was soll ich da jetzt machen? Na, den Herrn Bauer bringen, ja, festnehmen und eine riesengroße Geldstrafe geben und ein, sag ich schnell, dass er irgendwo fremd arbeiten muss, noch ein paar Sozialstunden abliefern muss. Zumindest bei Friede, Sie kommen erstmal für eine Untersuchung in der Schule. Eine Untersuchung und. Nein, zwei Jahre Untersuchung reicht und. Denn ich hab ja wie gesagt nichts gemacht. So. Was los? Hört sich ja wohl nicht so gut an im Gerichtssaal aus. Wissen Sie, was mit dem Lehrling ist?
So, steck mal in den Fahrstuhl ein. Denn ich bin der Geschäftsmann, also darf ich mir sowas eigentlich nicht erlauben, was ich da gemacht habe. Für den, weil eigentlich habe ich ja mit Drogen nichts am Hut. Ich bin der Geschäftsmann. Ich verkaufe so viele Autos, wie man nennt, nicht, weil es meine Autohändler gibt. So, dann fahren wir mal zur Garage zurück. Dann werden wir mal den, den Ferrari nochmal einsteigen, kurz das rausholen. Sie bei mir gerne beitreten. Und ich mache super Preis, natürlicherweise, und dann Buffer und dann fertig. Wie gesagt, da müssen wir dann ganz schnell mal einen Fax machen, das machen wir dann auch gleich. So wurde verkauft bei mir 2 Millionen Dollar, wie viel das... Oh, der Motorrad hat mal Glück gehabt. Mit Glück, wissen Sie, wo gerade die anderen Kollegen sind, die an dem Tag auf dem Auxiliar, Sheriff-Officerin... Was, der Bruno mit der Kameramann? Dann würde ich die Person gerne anmachen. Bruno mit der Kameramann, okay. Ja, so. Wissen Sie, wo die gerade sind? Oder sind wir auf einer LPD-Zentrale? Was sind die Urlaub? Nächste Station. Bornholmer Straße. Ich war gar nicht so. Das war bei mir 8,85. Nächste Station. Bornholmer Straße. Nächste Station. Schönhauser Allee. Übergang zu den S-Bahn-Linie 2,25. Nächste Station. Linksruhe. Also versucht den Mord zumindest. Er hat ja versucht, den zu töten. Der eine wurde schwer verletzt, den anderen konnte noch gerade so flüchten. Und der Herr. So, wo ist der? Hat er nichts gesagt, Little Foot gefragt. Mit der Schuhe, Gottchen, ja. Okay. Hier wollte ich Bescheid. Kuhn. Und da So. Ja. Wir wissen halt nicht, wer da mehr Kontrolle ist. Also wenn das auch irgendwie rauskommen soll, ist der Frau Friedrich zugeschlossen oder der Herr Stefan Schneider, der auch diese Person, diese zwei Officer angeblich geschossen haben sollte, dann müssen wir... So, wenn wir mal die Unterlagen aus dem Wagen nehmen, das dauert jetzt ein paar Sekunden. So, die Unterlagen habe ich draußen. Jetzt gehe ich drüber in mein Gebäude, gehe an mein Faxgerät und fax das ganz schnell mal rüber. Observieren Frau Friede und diese Lehren. Ich wurde zu jedem Gebäude wurden insgesamt 2 Einheiten geschickt. Also 4 Leute, 2. Oh, mein Facebook ist jetzt voll geswemmt. Oh, das ist ja wohl nie gut an, ne? Links gut, bzz, und vorbei. So. Dann gehen wir mal da runter. Gehen an mein Faxgerät ran. So, Computer bitte aktivieren. Oder einen Like da lassen. So, Computer ist aktiviert. Sollte man sagen, Leute, ihr könnt ja ein Like da lassen und ein Abo und dies das. Warte mal kurz, ich muss jetzt mal was gucken. Wieso musst du jetzt gucken? Ich hab gedacht, du machst jetzt hier so eine Ansage hier auf deinem YouTube-Kanal, dass du sagst, nein, meine Damen und Herren, lass mal einen fetten Like da und ein Abo nicht vergessen. Noch nicht. Ich hab keine Kontakte drin. So, jetzt habe ich Kontakte. Jetzt suche ich mal, wo der Zyan 2.0 ist. Und kriegt er die E-Mail. Was kriegt ne? Was kriegt ne? Man kann E-Mail anschreiben. Ja. Über Roxa. Warte mal, wo kann man... Littlefoot 05 habe ich drin. Wo ist er jetzt? Ich schick dir mir wieder irgendwas. Das ist schon wieder so. Warte mal, wo ist... Sag mir mal, welche Linie das ist. Wo er drin steht.
Little Foot 05 TV ist drin, da ist ja Chris. So. Wir werden dann die Tür alles, die sind mal ein Haus nur alles probieren. So, und jetzt seh dich hier mal. Ich will eigentlich den Zion 2.0 haben, aber er steht hier nicht so drin. Warum steht der Zion 2.0 nicht so drin? Wo denn? Ich weiß ja nicht, vielleicht haben sie mich gelöscht. Sie haben Post. Also der Stefan, ich denke gerade, der Stefan ist aktiv. Nein, Spaß. Hä? Wo ist denn der? Sie haben Post. Ich kann jetzt gerade nicht, ich brauche jetzt erstmal den Namen. Ach, dann machen wir jetzt mal zu Chris und Chris muss das dann weiterleiten. Machen wir das so. Wie soll ich denn weiterleiten? Du kannst Steam jetzt auch weiterleiten. Wie auf Steam weiterleiten? Wie meinst du denn? Sehen. Wo ist denn der liebe Chris? Den hatte ich doch. Du hast auch mehr. Warum sowohl Schmierl? Warum Schmierl? Wieso den Schmierl? Waren Sie meinen Grunde? Wieso den da ist der Chris. So, kann Sie ich haben einen Post. Sie haben Post. Text verfassen. So. Ich könnte dann auch nochmal verfassen, ne? Bin. So, wo bist du, Martha? Ich wollte ein bisschen mit rauskommen, dann habe ich mir gut, dann können wir schön, Foto von jemandem schießen. Doch. Und ich glaube, ich schicke gerade E-Mail an das Verrichtungsamt. So, und jetzt kommt der Text. Was ist los? Waren Sie auf? Das warte mal. Der. Und die auch verlegen. So will ich ja gar nicht sagen. Oh, wenn ihr auch hier auch so ist. Ja, es kommt ja. So, das senden wir jetzt so. Gesendet. Hm. Ist eine Nachricht, habe ich leider keine bekommen. Das ist ja auch gut. Es war Chris und Chris kann es ja weiterleiten. So. Ja, morgen steht bei mir Bus drin, Chris. So, jetzt sende ich dir mal einen großen Text. Was? Kannst du mich denn dann zurückgehen und dann kannst du die Sendung sehen? Warte, nee, warte, sag Chris. Ja, morgen. So, Sie hören jetzt auf hier. So geht es nämlich hier nicht weiter. Der nicht auf. So, Chris, leite mal bitte weiter. So, jetzt haben wir hier zwei Minuten. Ja, ich bin nicht immer am Rechner. Aber ich habe mein so. Telefon gehört. Aha. Betreff, ich bin nicht. Ja, moin. Probieren Sie mal. Nee, es geht nicht, es geht nur wirklich am Rechner. Okay. Nee, warte mal. Ich muss ja auf online gehen. Ich esse wieder. So. Postfach. Das ist ja auch unser Auto. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Guck mal, jetzt. Nächster Vor. Okay. Lies mal. Hab ich doch gerade. Ich hab's mir gerade durchgelesen. Stefan? Ich hab noch einen Vor. Ich geh mir jetzt gerade draußen. Stefan, Sie haben einen Post. Ja, ich guck gleich mal. Stefan, Sie haben einen Post. Ich guck gleich, Chris. Sie haben Post. Sie haben Post. Ich muss erstmal mal im Haus rein. Sie haben Post. Sie haben Post. Ja, gleich. Sie haben Post. Sie haben Post. Ich bin Ophio. Sie haben Post. Und? So, ich. So, ich hab Post gekriegt. Warte, ich muss erstmal rausgehen. Ja.
Die haben Chris. Ach, da ist es schon. Chris, leite doch mal weiter. Wie soll ich denn weiterleiten? Oh, neu verfassen. Erhalten. Ah, Warstock und Massenbank. Naja. So. Ich habe Idee. Sie gehen raus und fragen schon so, als wären sie. Sagen zu ihnen, sie sind der. Sie sind Mitarbeiter von Mafia-Firma Schwer und sie wollen ihnen Drogen verkaufen. Machen sie das, okay? Ich verkaufe keine Drogen. Die haben noch nichts bekommen. Nein. Kollege, nicht reinkommen. Fragen Sie die Person, dass sie Mafia-Mitarbeiter sind. Ich habe ja noch nichts bekommen. Sagen Sie das zu denen. Ich habe auch nichts geschickt. Soll ich es ja weiterleiten? Wie so. Weiterleiten? Na, an den Herr Zürn. Junge. Ah, ist er umgefahren worden. Und wieder drauf, guckt Allah. Oh. Er hat gefahren. Räumen den. Ich komme mit einer anderen Auto. Gehen Sie zurück. Nein, das wir wurden uns auch schon wieder. Nein, Sie müssen mein Fahrzeug einsteigen. Wir müssen Fotos machen vom Fahrzeug. Nummer steht alles. Ist alles aufgeschrieben worden. Ich denke jetzt nicht, für was unser Geheimdienst benutzt wird. Um auch irgendwie Klitschka-Sprüche zu machen und Leute zu verfolgen, ein bisschen entfinden oder zu verarschen. Von ihm wird eine ganze Firma noch untergehen. Aber die Klamaschen nur beginnen, easy, kleiner. Ey! Upsala, ich hatte gerade einen kleinen Verkehrsunfall mit der Rüstung von Sonne. Und so gut. So, ich besuche meine Omi. Oh, ja, kann man. So, meine Omi ist leider nicht da. Ja, sorry dafür, Leute. Ich bin nicht runtergefallen. Ich check mich ja ernst, ja. Die sind doch einfach selber runtergefallen. Der Officer muss jetzt mal ein neues Rücklicht mir bezahlen. So. Sie haben Post. Na, wie mein Kanalname? Also bei GTA? Sie haben Post. Warte doch mal, Chris, hör mal kurz zu. Also, mein Kanalname. Mit Marzahn Berlin ist mit einem Bindestrich bei GTA und bei der PS4 heiße ich einfach nur Stefan Schneider. Sie haben Post. Sie haben Post. Sie kann haben jetzt Post. Nicht. Sie haben Post. Ach, du bist ja wieder da. Na, ich habe jetzt hier an den Stefan wohl der Post geschickt. Mit dem Glitch willst du es nicht mehr heute machen? Schade, das ist eine Nacht noch. Oh, okay. Aber mir klappt es wohl. Ich finde, Kollege, heute ein guter Tag, aber mir heute noch kein Bandüberfall, nichts gewesen. Keine So, ich gucke mal kurz in meine Nachrichtenpost rein. Sie haben Post. Von Chris. Schön laut lesen. Was? Nein, sie sind dumm, sie hören sich auch damit. Machen Sie ruhig den Foto, ich bin nicht da. Nein, danke, mache ich nicht. Aber weißt du was, Chris? Ach scheiße, jetzt habe ich es falsch gemacht. Oh Mann, ich esse wieder. Aber weißt du was, Chris? Danke dir. Du bringst mir gerade auf eine Idee damit. Was? Ein Foto bitte. Achso, die Maus erstmal wegnehmen. Ein Foto ein bitte. Nacktfoto. So, einmal das. Und jetzt seid ihr live mit dabei. Wie ich meine Fotos mal mache. Zwischendurch. Wie Fotos? Nacktfotos? Sehr kontrolliert. Der macht ein Nacktfoto.
So, Telefon, jetzt musst du dich erstmal stabilisieren. Kriegst du das hin? Nee, bitte nicht. Ja, hat er hingekriegt. Jupp, hat er hingekriegt. Ich sag halt, meine Auflösung ist nicht so manchmal so prickend. So, das kommt dann mal auf Instagram. Ja, ich anguck. Verstehe ich. Was? Oh mein Gott. Ah, Telefon, ich bin an die Scheibe da unten. Kannst du. Nee, meine Liste ist voll. Ich weiß nicht, wer was ist. Ich kann sie nicht annehmen. Guten Tag, mein Herr, sollen wir Ihr Fahrzeug in die Abteilung bringen? Nein, brauchen Sie nicht. Ich habe bloß gerade hier raufgefahren, weil ich mal telefonieren musste. Und im Netz gucken musste. Telefon. Wir dürfen aber nicht hier lange hier stehen. Aber naja, ich fahre ja auch schon weg. Wir sind dann auf dem Parkplatz. Oh, zwei neue Follower habe ich ja bekommen. Das ist schön, ein Auto. Ich kann im Auto überall ordnen. Wie? Es kommt ein. Das ist jetzt gut. Wir haben bei jedem, wir haben geschickt in jedem Auto reingedacht. Wie jetzt kommt Bangalore-Fall, stoppt und los und keine Geister oder so oder einfach nur Bangalore-Fall oder Bombe. Und wir wissen, dass die Person dort ist, weil wir haben bei jedem ist ein Chip heimlich an gemacht worden. An die Autos und wissen wir, der ist mit denen und den Auto tot. Also jedes Auto hat ein Chip. Also wissen wir jetzt, wenn ein Auto sein die ist. Ich mach jetzt mein GPS-System mal aus. Es kommt, die macht eine Bangalore-Fall und weil Bank ist auch ein dieser Auto von den Personen und dann. Nicht Karte, ich muss da rein. Nein, ich lasse mein Geist hier unten. Brauche ich nicht. So. Ich müsste jetzt unsichtbar sein. Herrschen kann man nicht wieder. Was? Ah, du gleich von mir mal. Wenn ich aber hier vor der Tür komme. Ich kann mit ganz, ganz großen Ansagen. Jetzt geht das schon unter den Tisch. Mit der Waffentüte. Und Wein. Shit mitgenommen. Was? Was? Ich bin mal eine Runde geflogen. Ihr fliegt nochmal eine Runde. Was Flugzeug? Alter, gerade haben sie Flugzeug gesagt? Nein. Ich fliege noch mal eine Runde. Ich war nicht verstanden, lass mich das verstehen. Ein Kollege, sind sie hier, können sie machen. Ihr Dienst ist heute zu Ende, sie brauchen nicht mehr die Person observieren. Ihr Dienst ist heute zu Ende. Sie können machen, was sie wollen, wir können Freizeit haben. Okay, Kollege. Ich muss mal schnell tanken fahren. Was ist das für eine Hupe? Schöne Hupe. Von Winkel Blue, was? Ich bin nicht frei, also kann ich normal wieder reden, wie vorher. So, ich guck mal nochmal. So, ich geh mal Auto waschen. Posteingang. Oh, nix. Danke. Warum geht das nicht? Warum kann ich mein Auto nicht waschen? Ich muss auf der anderen Seite, die Genie. Ah! Geil! Ups, zu weit reingefahren. Genau, du musst jetzt in der Einladung sitzen. Dann gibt es eigentlich mal so einen Bruno Muster, der in der Kamera mal. Was? So, wenn das Auto jetzt auch noch repariert ist, wäre das echt geil. Also wäre das jetzt im Auto. Wäre so geil, wäre das jetzt im echten Leben Stefan passiert, er wäre falsch in die Wasserlage reingefahren. Der Chef hat die Tanke und der Wasserlage, der hätte schon einfach nur an den Kopf knallt, einfach nur wenn er noch vor. $50 kostet das nur, okay. Was ist das für ein Spaß? Also ich bin jetzt nicht für den sozusagen, wenn du Stefan vor mir ein Auto und vor dir machst, ja. Hast du vielleicht was im Zwagen für dich? Also, Herr Kollege,
sie müssen mich anhalten, wenn ich, weil ich war gerade bei ihnen, wenn ich an ihnen vorbeirase, in die Art vorreißen sollte, müssen sie mich verfolgen und anhalten. Nein, die mache ich jetzt nicht. Was zum Dings, Fahrer? Hä? Ich geh mal an. Ach so, deswegen mein ich so. Okay. Was runterladen? Was ist das Bridget? Oh, das Problem ist, Domi, mein Speicher ist leider voll. Nein, ich. Ja. So. Leider ist mein Speicher voll. Dann müssen wir auch mal die hier Dings hier holen. In die andere Sitzung beitreten. Achso, wenn ja, ihr nicht beitreten könnt, dann ist es vielleicht die Sitzung voll. Sorry dafür, Leute. Ja, sonst kannst du ja eine neue Sitzung finden. Da kannst du eine neue Sitzung finden. Da steht wieder online, Freunde, aber diese öffentlichen Sachen. Auch die Leute, die es beitreten, müssen ja alle Freunde von Stefan sein. Aber. Da passt mein Auto an. Jetzt kann mein Fahrzeug. Ah, wir sind weg von meinem Fahrzeug. Ich werde mein Fahrzeug abschließen. Ja, kann ich ja machen, mal eine so öffentliche Sitzung. Morgen wollte ich mal was anderes zocken. Nee, nicht Fortnite, was ganz was anderes. Auch nicht. Minecraft habe ich nicht. Minecraft ist nicht mein Spiel. Ist aber schön, ja, schönes Spiel, ist ja nicht neu, das ist ja nicht für dich. Oh, komm, wir machen einen Männerkampf, Alter, komm her, wir machen einen Männerkampf, ja. Wer gewinnt, der sorry, hat Muggeln eigentlich viel weniger und kriegt mehr Geld. Ich bin, ich habe auf den Police. Wie gesagt, ich will nicht immer nur GTA zocken, ja, ich will auch mal zwischendurch was anderes zocken. Ich dachte, wir wären Freunde, ja. Kollege. Ich versuche mal dich ja vielleicht, wenn es mein neues SIM-Card aktiviert ist, dann dich anzurufen. Kurz dann, ja, probierst du heute? Kannst du heute mitspielen? So. Oder Stefan, du kannst ja mal probieren, die, die nicht reinkommen, kannst du ja mal probieren einzuladen, weil eigentlich müssen die ja rein. Weil Stefan... Mann, ich will aber keinen blauen Bildschirm andauernd machen, weißt du? Das ist es nämlich. Und außerdem will ich auch bald meinen Streamer beenden. Okay. Warte, ich fahr jetzt irgendwo mal rechts ran oder links ran, wo ich dann ein bisschen Platz habe zum Lesen. Ich bin dir Bruder. Okay. Na dann tut's mir leid. Ich bin nicht im Dienst, bitte. Sind Sie eine Schutzweste? Nein, also bin ich nicht im Dienst. Nein, ich muss wohin. Ich muss woanders hin. Kollege, ich bin tot. Gott. Wir sehen uns in Hilfe bald wieder. Was? Ich muss morgen groß gehen. Ich hab's gesprochen. Was? Stefan, bist du morgen früh wieder online? Weiß ich nicht. Stefan? Nein. Ich bin morgen früh spät. Tschüss. Wollen wir morgen früh wieder auf was zusammen spielen, wie gestern? Ich weiß es nicht, ob das funktioniert, ob ich es schaffe. Unsere Rolle ist im Vorteil.
So. Die halbe Straße hat sich jetzt, Alter. Verweis, ich wird von der Polizei gesucht. Nein! Nein! Verweis! Der Polizeischaff! Der Chief of the Police, ein Sheriff, Alter. Aber ich hab mich mal. Steck dich an, Nein, hau sie ab. Kann ich auch noch nicht sagen, das entscheide ich immer eigentlich spontan, ob ich das mache. Und außer heute, heute wusste ich es schon, weil ich nämlich was vorbereiten wollte. Du hast es vorbereitet, hey, du hast in deine Wand geklopft, dass dein Wasser kaputt geht. Nein, habe ich nicht gegen geklopft. Du hast es vorbereitet, ich habe es doch gestern genau gesehen. Ich hab's doch heute früh genau gesehen, wie wir mit dem Hammer gegen die Wand geklopft haben. Nein, wie gesagt, ich war Auto kaufen unten und der Mechaniker hat angerufen. Rohrbruch. Ja, Löcher ins Rohr gemacht und dann die Leute anlöschen. Das geht gar nicht. Und dann wollte er vom Mechaniker gerade aufhören sind. Der muss Geld bezahlen, dass er sich ein eigenes Loch in seine Mauer gemacht hat. Der war auch schon. Ja. Wo ist denn? Oh, Motorrad! Motorrad! Ups, nicht gekriegt! Motorrad! Motorrad! Oh, erwischt! Wie geht's dir? Er steht wieder auf, also geht's ihm gut, okay. Da brauche ich kein Rettungswagen. Was? Der will sich mit mir anlegen? Der will sich mit mir anlegen? Ich bin der Boden. Danke! Für 20 Dollar. Der Sauerstoff geht weg! Ich bin bewusstlos im Auto, der Sauerstoff geht weg. Auto wurde gerade gedreht. Junge, ich hab gar nichts gemacht, ich muss weg. Es ist die eine, die immer lacht. Nur sie weiß, warum. Oh, sorry. Weil ich habe schon einmal wieder das Bild gemacht und das funktioniert. Bei mir. Nein, man geht wirklich nicht, geht hier. Wieso nicht? Weil man kein Mal kein GTA kommt. Weil ich habe jetzt, glaube ich, zwei Teams hintereinander GTA gezockt. Was hast du denn hier denn den noch falsch angestellt? Aber du hast doch den Spawnpunkt hier in der Arena gemacht, oder? Weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber wie gesagt, soll ja auch immer eine kleine Überraschung sein, was ich morgen zocke. Nein. Weil bei mir normalerweise funktioniert das. So, gucken wir mal so. Hier rein. Ich brauche jetzt Helikopter, ich muss es mit dem Helikopter wegfliegen. Vielleicht? Ich bin der Bohnen. Ich auch. Was ist in Schule? Wahrscheinlich. Dort, wo du nicht wohnst. Okay, so. Dort, wo du nicht wohnst. Hä? Ich brauch doch nicht was. wie gesagt, ich weiß nicht hundertprozentig, welche ich zocke. Ist, wie gesagt, meistens spontane Entscheidung. Ich bin Polizei. Weil ich muss schon ein bisschen Abwechslung zeigen. Ein Brettspiel, welche kleinen keine Ausdrücke. Ja, toll. Wegen den dummen Piloten bin ich aggressiv geworden, meine Nachbarn haben das gehört, mein Fenster war auch nicht auf rumgeschrien. Oh shit. Obwohl, das war nicht laut. Meine Fenster, meine Nachbarn sind bestimmt schon was anderes gewöhnt. Was? Keine Ahnung, zockst du, okay. Ja, siehst du, ich habe gesagt, es soll morgen wieder eine kleine Überraschung sein. Und ich hoffe, dass ich das Paket von... PS4 kriege, das ist eine. Das ist nämlich der neue Spiel.
ein Kondom? Ja, so, ich hatte ja die ganze Zeit gehofft, dass mal die Officers zu mir kommen und irgendwas mit mir machen. Die sind auf dem Weg. Der eine ist weg und der andere ist so. Ihm wurde nachgestellt, dass sie eine Anzeige kriegen wegen versuchtem Mord an zwei Officern. Die haben nämlich alle beide Officer mit einer Rakete beschossen. Das ist aber das wird ihnen gut erzählt. Ja, es kommt eine Überraschung. Ups. Oh ja, das große Haus von der verrückten Tante. So, ich suche gerade mein Auto. Wieder mal. Im Observatorium wurde sein Auto gesichert. Der Sensor ist gesichert. Mhm. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Observatorium. Gucken Sie nach dem Polizeihelikopter. Sie haben ihr Schiff. Oh, gucken Sie nach dem Schiff. Wir haben die ganzen Autos von dem Herstellern Schneider und dem verschippt. Wir wissen nicht, sie sind alle beide hier an diesem Ort gewesen. Wir wissen nicht, ob da gerade eine Eskalation abgespielt wurde, ob da jemand. Warte. Stopp. Wie gesagt, ich denke mal so wie heute ungefähr. Stopp. Aussteigen bitte einmal. Bitte einmal aussteigen so. Sie kriegen eine Strafe, was ich sagen. Schwede, ich hab meine Weste nicht mal mit. Ich vergesse ich immer meine. Herr Officer, ich habe nichts gemacht. Ich bin jetzt bis Juwo gefahren, hatte einen kleinen Job zu erledigen. Den habe ich auch gemacht. Das war nämlich ein Rechner programmieren. Ich meine, wegen diesem anderen Fall nehme ich, sie kriegen da eine. Sie kriegen da eine Strafe von insgesamt 1 Million Euro und sie kriegen auch eine 20 Arbeitsstunden. Herr Officer, ich habe nichts gemacht. Und dann picken Sie mit den Lippen. Ach so, ich soll diese hier nehmen. Nee, die nehme ich aber nicht. Ich nehme lieber die hier. Hören Sie auf, denn wir können uns ja auch so unterhalten. Wo hast du diesen scheiß Laserwaffe gekauft? Wie viel kostet die bitte? Geh der Fall, guck. Aua. Wie viel kostet die? Eine Million oder was? Nee, weniger. Ja, wahrscheinlich kostet. Bei mir geht es so ungefähr 15 Minuten. Also nicht mal. Kollege an. Das ist auch teilweise, oder? Abschluss, weil ähnlicherweise könnte es eigentlich was dann machen, auch teilweise, dann geht es ein bisschen mehr eigentlich was schneller. Wie hier macht das auf freies Ziel. Oh, Motorrad erwischt! Weil der Blue hat ja auch nicht gesagt, dass sie müsste es mal auf freies Ziel machen. Ja, also wie weit? Bei dem Hypno hat er gesagt, dass er nicht hier auf dem freien Ziel muss. Aber halt ein Manipulationsdetektor in mein Auto eingebracht. Ich glaube, ich stürze gerade in das Haus rein. Ich glaube, das war's. So, meine Lieben, ich mache jetzt die Durchgangsrunde. Das war's für heute. Klar doch, fangen gleich wieder oben an. Weil Hela wird die Grüße heute im Chat war. Damian 107 100
Hunde. Ah, die Hundebande wird gegrüßt. Ich mach das mal lieber so. Sion 2.0 wird gegrüßt. Dann haben wir den. Telefon mach mal mit. Den Free 4K Twix wird gegrüßt. Dann haben wir den Marlon wird gegrüßt. Oh, Telefon, da. Mein Telefon ist manchmal so empfindlich hier unten. Dann haben wir den 1-2. Ray 312 Lu Jul soll gegrüßt werden. Wird gegrüßt natürlich. Dann haben wir den GTA 5 Modi wird gegrüßt. Warte mal, ich bin bei Durchgussrunde. Tutu vom Fronitz Suritz wird gegrüßt. Oh, kann ich nicht aussprechen. Hand 43 wird gegrüßt. Ach, Hand wird gegrüßt. Den hatten wir schon. Dann haben wir den Chris 65 was? Gamer öffnen. Hermann, Chris, hör da mal jetzt kurz auf. Chris wird gegrüßt. Ja, was? Haben wir mal einfach mal so. Timo, der Chat 1 wird gegrüßt. Dann haben wir den Bonnie. Den Mann. Bosna. Ja, I. Balkan XX PH wird gegrüßt. Dann haben wir den Itz Manfred wird gegrüßt. Dann haben wir den Dieter Bohlen XXL wird gegrüßt. So, Tom Timo der echte 1 wird gegrüßt. Die Uhr 209 wird gegrüßt. Dann haben wir die Uhr war fleißig wieder am Schreiben, das muss man jetzt ehrlich mal sagen. Das waren sie, meine Lieben. Der Stream wird jetzt beendet. Ich wünsche euch noch eine ruhige Nacht. Bis vielleicht morgen. Ich schaue mal, ob ich das schaffe. Wie sage ich, morgen kommt erstmal ein Video hoch, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob ich das schaffe. Die Uhr 20 und was? 20? Und 9. Ach so, willst du es heißen? Alles klar. Aber ich lese hier mal 2009. So. Sehr schweren Brandverletzungen dabei und konnte es nur, also erst.